Meiner Seite ganz herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Gewässer, Seen und Feuchtgebiete im Klimastress, Forschung und Fallstudien. Heute Anlass ist der Weltwassertag, der 22. März. Sie wissen vielleicht, seit 1993 gibt es diesen Weltwassertag, wurde im Anschluss an Rio sozusagen kreiert. Das Thema Klimaschutz und Seen war eigentlich das Motto des Weltwassertags des letzten Jahres im Jahr 2020. Dieses Jahr ist das Motto Value in Water, also Wasser wertschätzen. Aber diese Dinge hängen ja sehr eng zusammen und es gibt verschiedene Anlässe, das werden Sie noch im Laufe des Tages hören, warum wir uns heute sehr intensiv mit dem Thema Klima und Gewässer beschäftigen. Mein Name ist Udo Gattenlöhner. Ich bin Geschäftsführer des Global Nature Fund und freue mich sehr, dass wir so eine rege Teilnahme haben, deutlich über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist eine Wertschätzung auch für das Thema. Jede Veranstaltung braucht Helfer und Unterstützer. Es gibt neben dem Global Nature Fund noch das Forum Umwelt und Entwicklung und die Grüne Liga, die geholfen haben, diese Veranstaltung möglich zu machen. Bedanke ich mich ganz herzlich. Es gibt immer jemand, der sowas fördert. Da sind wir auch sehr dankbar, insbesondere dem Bundesamt für Naturschutz gebührt da unser Dank und der Vilo Foundation, die uns hier sehr intensiv unterstützen. Bedanken möchte ich mich natürlich bei den Referentinnen und Referenten, die die inhaltlichen Beiträge leisten und dann letzten Endes auch bei Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für Ihr Interesse. So. Ganz kurz vorgestellt, was wir heute machen, was Sie erwarten wird. Wir haben zwei inhaltliche Blocks. Der erste Block mit jeweils drei Beiträgen beschäftigt sich mit einer wissenschaftlichen Perspektive. Bernd Neukirchen vom Bundesamt für Naturschutz wird uns mit einem Schwerpunkt Richtung Flüsse und Auen informieren. Frau Professor Adrian vom IGB in Berlin forscht schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten zum Thema Seen und Klimawandel, also unserem Hauptthema. Und Frau Abel vom Greifswald-Moor-Zentrum wird einen Schwerpunkt auf die Moore und die Wiedervernässung der Moore legen. Der zweite Block nach einer Pause, dann mit Beiträgen aus diesem erweiterten Netzwerk Living Lakes, Lebendige Seen, Frau Dr. Reg Mead von Plön, in diesem Jahr der See des Jahres im Rahmen des Netzwerks Lebendige Seen Deutschland oder die Seen, ist ja ein großer Verbund mehrerer Seen im Norden Deutschlands, wird uns das Seenbeobachtungsprogramm vorstellen. Dann Frau Ohldorf, eine passionierte Taucherin, leidenschaftliche Taucherin, wird uns einen Blick unter die Wasseroberfläche von Seen ermöglichen, aus Perspektive von Erfahrung des NABU-Bundesfachausschusses Lebendige Seen. Und dann nochmal ganz in den Süden, an den Bodensee, Dr. Fiedler, hier vom Max-Planck-Institut in Radolfzell, umgangssprachlich bei uns, wir sind ja auch hier am Bodensee, die Vogelwarte wird uns Informationen vermitteln über die Auswirkungen, die schon jetzt sichtbar sind an diesem Gewässer hier am Bodensee, auf die Wasservögel, also die Avifauna. Zwischendrin werden wir eine Pause von 15 Minuten ermöglichen. Diese Pause werden wir füllen mit zwei Videos. Da ist ein Beitrag dabei, der bisher noch nicht gezeigt wurde. Ein knapp dreiminütiger Beitrag zu Lebendige Seen, zu unserem Netzwerk. Ich hoffe, Sie werden diesen Beitrag auch genießen. Die heutige Veranstaltung steht auch in Verbindung mit einer Studie, die der Global Nature Fund und die Grüne Liga gerade begonnen haben. Wir nennen das Blitzlichtstudie. Es geht nicht so sehr um Forschung, sondern eher um die Zusammenstellung von Forschungsinhalten zu diesem Thema. Seen und Klima. Die Studie wird freundlicherweise vom Bundesministerium für Umwelt, vom Bundesamt für Naturschutz finanziell gefördert. Da sind wir sehr dankbar und wir werden Ihnen die Ergebnisse im Juni vorstellen. Das Ganze, wie gesagt, ist auch etwas unter dem Dach zu sehen, des Netzwerks Lebendige Seen, das von der Vilo Foundation unterstützt wird und tatkräftig auch die sehr erfolgreichen Athleten vom Deutschlandachter aus dem Ruderbereich, mit denen wir hier wirklich auch sehr konstruktiv zusammenarbeiten. Den Global Nature Fund kennen Sie vielleicht. Wir sind eine kleine Stiftung mit 22 Mitarbeitenden, gegründet 1998, gemeinnützig, mit Sitz hier am Bodensee, Büros in Bonn und Berlin.
und heute die Veranstaltung gemeinsam mit dem Forum Umwelt und Entwicklung, das die Aktivitäten von deutschen NROs oder NGOs, dann auf Englisch die Abkürzung, koordiniert und das schon seit 1992, also auch seit dem Jahr des Rio-Gipfels in enger Abstimmung mit dem deutschen Naturschutzring, dem DNR. Der Global Nature Fund beschäftigt sich sehr stark mit dem Thema Wasser. Das ist sozusagen in unserer DNA, auch an der Schnittstelle zur Entwicklungszusammenarbeit, also wirklich mit sehr internationalem Blick. Und natürlich ganz originär beschäftigen wir uns auch mit Naturschutz und anderen Themen. Es geht wirklich auf alle Kontinente. Hier mal ein Beispiel aus Kolumbien. Eines der Projekte, das sich mit kostengünstigen Abwasserreinigungsmöglichkeiten über, wir nennen es Greenfilter, eigentlich sind das Pflanzenkläranlagen, eine besondere Form beschäftigt, das wir sehr erfolgreich in Lateinamerika umsetzen. Oder wer uns kennt, weiß, dass wir uns schon seit fast 20 Jahren sehr intensiv mit dem Mangrovenschutz in Asien beschäftigen. Das Portfolio ist breiter, aber ich will es ganz kurz lassen und nur diese kleinen Schlaglichter auf die Projektarbeit werfen. Am 27. April darf ich Sie jetzt schon einladen zu einer Veranstaltung, bei der wir die lebendigen Seen des Jahres 2021, die es auch schon 2020 waren, wir haben zum ersten Mal diese Auszeichnung verlängert, um ein Jahr, wegen Corona natürlich, die Seen der holsteinischen Schweiz. Plönersee ist vielleicht bekannt, einer der größeren Seen dort in einem Verbund von 200 Seen gemeinsam mit Wasser Otter Mensch e.V. und der integrierten Station der holsteinischen Schweiz in Eutin, auch unterstützt von der Vido Foundation. Und unsere Studie, ich habe es erwähnt, gefördert vom BFN. Wir versuchen aktuelle Forschungsansätze in Deutschland, die sich mit Gewässern und Klimawandel beschäftigen, zusammenzufassen und dann auch aufzuzeigen, wo es Handlungsmöglichkeiten gibt, wo es auch Handlungsbedarf gibt oder unter Umständen aber auch noch einen weiteren Forschungsbedarf, wenn wir gewisse Informations- oder Wissenslücken feststellen würden. Der heutige Tag ist in gewisser Weise eine Art Auftaktworkshop, auch für diese eben erwähnte Blitzlichtstudie, die wir dann wirklich sehr zeitnah schon im Juni Ihnen vorstellen wollen. Auch da wird es noch mal ein, zwei Veranstaltungen geben, die wir dann auch breit ankündigen und die öffentlich sind. Auch da sind Sie herzlich eingeladen, wieder dabei zu sein. Mit dem Thema haben wir uns als Global Nature Fund schon vor vielen Jahren beschäftigt, mit dem Thema, wie wirkt sich der Klimawandel auf Gewässer und ihre Ökologie aus. Gemeinsam mit dem Tyndall Center for Climate Change Research haben wir zum Beispiel im Jahr 2003 eine erste Studie gemacht, die 23 Seen betrachtet hat und die Auswirkungen des Klimawandels auf diese Gewässer. Man kann sich vorstellen, das betrifft vor allem die Niederschläge, dass zum Beispiel Winter feuchter werden und Sommer trockener, wenn man das so salopp ausdrücken will, dass es also Verschiebungen gibt der Niederschlagsmengen, aber dass sich natürlich auch die Gewässer von ihren Temperaturen verändern. Es gibt einige aktuelle Veröffentlichungen, auch vom IGB, Sie hören da später sicher noch etwas dazu, die sich mit diesem sehr wichtigen Thema beschäftigen, wie also der Klimawandel auf diese empfindlichen, also vulnerablen Ökosysteme wirkt. Und damit beschäftigen wir uns jetzt im ersten Block. Und ich würde dann auch direkt überleiten zu Herrn Neukirchen vom Bundesamt für Naturschutz. Er ist dort der Fachgebietsleiter für den Bereich Gewässerökosysteme, Wasserhaushalt und Blaues Band. Herr Neukirchen, das wäre dann Ihre Bühne sozusagen. Vielen Dank bis jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Auch von mir aus einen herzlichen Gruß an die Menschen, die jetzt zu Hause vor den Bildschirmen sitzen. Das ist ja in heutigen Zeiten ist das übliche Format. Das ist immer schade, weil wir doch immer gerne auch die direkte Rückmeldung und die Rückkopplung haben in Veranstaltungen, wo man sich direkt gegenüber sitzt. Ich danke erstmal für die Möglichkeit, auch hier vortragen zu können. Ich freue mich, dass ich also die Gelegenheit habe, dieses Thema Flüsse und Auen, Handlungsbedarf, Ziele und Maßnahmen auch in dieser heutigen Veranstaltung in den Kontext zu rücken. Ich werde dazu eben einige Folien zeigen und ich werde dann direkt auch in den Vortrag einsteigen, weil wir da ein sehr ambitioniertes und geballtes Programm heute vor uns haben.
und ich muss jetzt mal gerade gucken, die Technik. So, wir haben eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Feuchtgebieten in Deutschland. Nicht sichtbar. Das ist nicht sichtbar. Nein. Hatten Sie mich, ich hatte es vorhin freigegeben, hatten Sie das jetzt irgendwie blockiert? Ich versuche es nochmal, erlaube das nochmal. Ich muss den Bildschirm noch einmal freigeben. Nee, das. Ich versuche es nochmal. Wenn nicht, würden wir einspringen und Ihre Präsentation. Würde ich Sie bitten, auf Zuruf dann einfach weiterzumachen, Herr Gartenlöhner, weil bei mir das erlaubt mein Browser gerade nicht. Ich würde es dann mal machen. Ja, wenn Sie das dann freundlicherweise aufrufen würden, das wäre nett. Dann sage ich immer kurz, dass Sie weiter. Sage ich nur kurz weiter, bitte. Könnten Sie noch Ihr Video wieder anmachen? Dann können wir Sie auch wieder sehen. So, jetzt hoffe ich, dass das wenigstens funktioniert. Hören tun Sie. F5-Taste, dann geht die Präsentation. Ja, jetzt, das müsste eigentlich jetzt gehen. So, jetzt sollte ich wieder sichtbar sein. Okay, dann können Sie direkt zu der nächsten Folie gehen, wo ich gerade von den verschiedenen von der Vielzahl verschiedener Feuchtgebiete berichten wollte. Und zwar geht das eben von den Küstengebieten über die unterschiedlichen Seentypen mit zum Teil ausgedehnten Seeufern, über den Erlenbruch, über die Seggenrieder, über den Moorwald und den Moorstandorte, zu denen wir ja sicher auch noch eine ganze Menge hören werden, bis hin eben zu diesen Feuchtgebieten an den Flüssen und in den Auen, über die ich jetzt im Speziellen natürlich etwas sagen will. Wir haben in Deutschland derzeit 35 Ramsar-Gebiete mit einer Größe von 870.000 Hektar. Das geht also vom Wattenmeer bis hin zum Oberrhein oder zum Bodensee, wo auch der Global Nature Fund ja ansässig ist. Und das ist eine sehr große Vielzahl. Vielleicht die nächste Folie bitte oder den nächste Klick. Was bedeutet das? Klimastress. Feuchtgebiete im Klimastress ist ja das zentrale Thema. Alle Biotope, alle Natur steht unter dem derzeitigen Klimastress. Weltweit haben wir es derzeit mit einem Anstieg von in den letzten 100 Jahren von etwa 0,8 Grad im Durchschnitt zu tun. In Europa ist die durchschnittliche Erwärmung der Lufttemperatur derzeit bei 1,3 Grad. Und das führt natürlich zu einer Verschiebung von Temperaturzonen sowohl in die Höhe als auch in den Norden. Das Ganze geht einher mit einer Erhöhung der Niederschläge im Winter. Wir haben mit längeren und häufigeren Trockenperioden im Sommer zu tun. Das sieht man auch immer wieder beispielsweise an trocken fallenden kleineren Gewässern, wo zum Teil auch zum Fischsterben oder Muschelsterben zu verzeichnen ist. Wir sehen das an den Trockenperioden an der Elbe oder am Rhein, wo auch die Schifffahrt betroffen ist. Wir haben häufigere und intensivere Starkregenereignisse, die dann einhergehen, auch wiederum mit verstärkten Abschwemmungen von Sedimenten in die Fließgewässer, was wiederum sich auswirkt auf den Gewässergrund und das Interstitial. Wir haben die Veränderung des Abflusses und der Abflussdynamik. Das ist ein wesentliches Zeichen, was ja auch die Auen an den Gewässern auszeichnet. Und das Ganze ist noch schwer prognostizierbar. Auf die Moorböden und die Bedeutung gehe ich jetzt nicht ein, weil das ja auch von Frau Professor Adrian und der Landschaftswasserhaut, der Haushalt ja noch speziell von Herrn Ibisch betrachtet wird. Dann bitte die nächste Folie. Was aber wichtig ist, in dem ganzen Kontext nicht zu vergessen, ist, dass es auch eine erhebliche Vielzahl und eine lange, lange Historie von Ansprüchen an die Landschaft insgesamt gibt und gegeben hat. Es geht um das Siedlungswachstum in speziellen Lebensräumen, es geht um die industrielle Nutzung, es geht um die Land- und Forstwirtschaft, die sich ja auch wiederum ändert im Zuge des Klimawandels, es geht um die Infrastrukturnutzung. Das sind die Gewässer selber, beispielsweise als genutzte Bundeswasserstraßen.
Es geht um Freizeit- und Erholungsnutzung. Auch da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann gibt es natürlich auch den Anspruch an die Landschaft des Naturschutzes und der Landschaftspflege. In diesem Zusammenhang hatten wir auch mal eine Studie in Auftrag gegeben, die mal untersucht hat, wie viel Geld denn in die Hand genommen worden ist für den wasserwirtschaftlichen und kulturbautechnischen Ausbau von Fließgewässern, was also letztendlich zur Entwässerung der Landschaft beigetragen hat. Und da kam man zu dem Ergebnis, dass von 1954 bis 1989 allein in alten Bundesländern 38,5 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt worden sind, um diese Maßnahmen eben umzusetzen. Das heißt, es geht letztendlich auch unabhängig vom Klimawandel auch jetzt schon in die Richtung, dass wir immer mit einer immer schnelleren Entwässerung der Landschaft zu tun haben. Und genau dieses Rad müssen wir zurückdrehen, um die Lebensräume wieder resilienter zu machen und wieder widerstandsfähiger, auch im Hinblick auf den Klimaschutz zu machen. Bitte die nächste Folie. Was sind die Folgen? Ich hatte vorhin schon kurz erwähnt, es gibt Arealverschiebungen, es gibt Entkopplungen von Ökosystemen zu systemaren Zusammenhängen. Es gibt eine Ausbreitung von invasiven Arten, die oftmals eben auch neu eingewandert sind und von den veränderten Temperaturen auch in den Gewässern und in der Landschaft profitieren. Und beispielsweise bei den Fischen oder beim Makrozoobenthos oder bei den Neozoen, wo dann eben Arten wie die Körbchenmuschel oder die Kesslergrundel von steigenden Temperaturen wahrscheinlich profitieren werden. Das ist also eine ganz erhebliche Umgestaltung der Ökosysteme. Was noch zu erwähnen wäre, es gibt einen Indikator zur biologischen Vielfalt, zur Biodiversitätsstrategie, zum Klimawandel. Das ist die Verlängerung oder die Vegetationsdauer. Und die Vegetationsperiode hat sich in den Jahren von 1951 bis 2018 auf etwa 16 Tage auf zuletzt 235 Tage verändert. Das heißt, wir haben also eine ganze Vielzahl von Einflüssen, die auf den Zustand auch der Oberflächengewässer und der Auen einwirken. Bitte die nächste Folie. Wenn man sich das dann genauer anguckt, das ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich auch schon bekannt. Die Wasserrahmenrichtlinie schreibt ja eigentlich vor, dass der gute ökologische Zustand oder das gute ökologische Potenzial bis 2027 erreicht werden soll. Derzeit liegen wir etwa bei einer Zielerreichung von 8%, guten Zustand oder das gute Potenzial erreicht haben. Die Zielerreichung bis 2021 wird auf etwa 20% der Oberflächenwasserkörper geschätzt. Insgesamt heißt das aber nicht, dass noch nichts passiert ist. Ich habe letztens noch in einem Workshop vom UBA, einem Hydromorphologie-Workshop, mitgenommen, dass allein von 2009 bis 2021 etwa 27 Milliarden Euro schon ausgegeben worden sind oder ausgegeben werden. Und dazu, um die Zielerreichung zu bekommen, um dieses Ziel zu erreichen, müssen dann wahrscheinlich nochmal 35 Milliarden Euro in die Hand genommen werden. Das zeigt, dass da eine erhebliche Anstrengung notwendig ist. Und es ist schon viel passiert, allerdings schlägt es nicht unbedingt auf die Bewertung der Wasserkörper durch. Vielleicht noch ein Blick auf, oder nicht vielleicht, sondern bitte jetzt den Blick auf die Flussauen in Deutschland. Da haben wir 2009 erstmalig den Zustand von Flussauen bundesweit einheitlich vorgenommen. Auf der linken Seite sehen Sie den Verlust von Überschwemmungsflächen in den Farben von grün bis rot. Rot symbolisiert den Verlust von Überschwemmungsflächen von 90 bis 100%. Auf der rechten Seite sehen Sie den Auenzustand, der eben von sehr gering verändert, von den blauen Farbtönen bis zu den Rottönen geht. Das ist jetzt hier auf dieser Abbildung nicht so gut zu erkennen. Bitte einmal weiterklicken. Das Ergebnis war 2009, 2/3 der ehemaligen Auen an Flüssen sind verloren gegangen. Das liegt vor allen Dingen auch an den Deichbauten, an Hochwasserschutzmaßnahmen, die ergriffen worden sind in den letzten Jahrzehnten.
Und 10% der verbliebenen Flussauen sind dann noch ökologisch intakt. Einmal weiterklicken, bitte. Ein kleiner Hinweis sei erlaubt. Am Donnerstag dieser Woche wird vermutlich, so ist es jedenfalls vorgesehen, der Auenzustandsbericht 2021 vorgestellt. Das wird wahrscheinlich dann morgen auch im BMU entsprechend angekündigt. Einmal weiterklicken, bitte. Die Biodiversität von Flussauen, auch da einfach nochmal weiterklicken. Herr Gattenlöhner, sind Sie jetzt schon wegen der Zeit im Bild oder sehe ich das falsch? Nein, Sie, ja? Sie haben noch 2 Minuten, 3 Minuten. Ah, okay, ich versuche es dann eben auch schnell zu machen. Biodiversität der Flussauen, auch hier durch diese Belastung ist es dann eben nicht verwunderlich, dass wir 80% der Auen- und Gewässerbiotope als gefährdet eingestuft haben. Die Bestandsentwicklung der Gewässer- und Auenbiotope sind 45% stabil, aber 38% sind abnehmend. Einmal klicken bitte. Das bedeutet, es gibt einen enormen Handlungsbedarf zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Flüssen und Auen, dem wir eben in der Zukunft gerecht werden müssen. Aber es geht nicht nur um die Natur an sich, sondern es geht auch um den gesellschaftlichen Nutzen, der dahinter steht. Bitte einmal klicken. Wir haben mal eine Broschüre herausgegeben zum gesellschaftlichen Nutzen von Gewässern und Auen. Und da kann man sich noch einmal vergegenwärtigen, dass Flüsse und Auen alleine mit der Reinigungsleistung von im Bereich von Stickstoff und Phosphor einen Wert von etwa 500 Millionen Euro im Jahr erzielen. Dann tragen Auen selbstverständlich auch zur Hochwasservorsorge bei. Da gibt es die Abbildung, die Grafik unten links, auf die ich mal kurz aufmerksam machen will. Das ist ein Beispiel aus der Deichrückverlegung an der Lenzner Elbtalaue, wo 420 Hektar an der Elbe an Auen- und Lebensraum wieder zurückgewonnen worden ist. Im Bereich der Deichrückverlegung selbst, das ist der blaue Bereich, hat die Maßnahme zu einer Absenkung von 49 Zentimetern beigetragen, aber der Wirkraum für diese hochwasserabsenkende Wirkung reicht bis 30 Kilometer oberhalb. Naturnahe Flüsse und Bäche sind aber auch schöner als begradigte Flüsse. Das meinen zumindest 9 von 10 Menschen, die befragt worden sind. Nicht nur, weil sie eben schöner sind, sondern auch, weil das Argument verstanden worden ist, dass diese sich dann auch wieder verbessert ausbreiten können und die Natur wieder ihren Lauf finden kann. Auch noch bedeutsam für den gesellschaftlichen Nutzen, gerade in Zeiten von Corona, ist auch die Tatsache, dass es die beliebtesten Radwanderwege Deutschlands sind und viele Menschen aus den Städten gerade jetzt sich in diese Auenbereiche begeben. Also die Radwege Deutschlands, Elbe, Main, Weser, Moselradweg, Lahnradweg, um nur diese Stichworte zu nennen. Der gesellschaftliche Nutzen, einmal weiterklicken. Ich hatte auf die Broschüre hingewiesen, ja, da ist noch eine dazwischen, genau, noch eine davor müsste es sein, aber ich wollte nur noch mal auf diese Broschüre aufmerksam machen, die können Sie sich auch runterladen vom BFN. Ich gehe jetzt nicht mehr auf die einzelnen Punkte ein, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es eben gerade auch auf die Resilienz ankommt, auf den Klimaschutzwirkung, Klimaanpassung und auf Umweltbildungsaspekte und auf Impulse für die Regionalentwicklung, dass es erhebliche Mehrwerte gibt, die über die Renaturierung von Auen und Gewässern zu ermöglichen sind oder die generiert werden können. Bitte einmal weiter. Was ist bisher passiert oder welche Strategien und Ziele gibt es alleine schon mit einem kurzen Blick auf das, was in den letzten 20 Jahren etwa passiert ist? Auf die Wasserrahmenrichtlinie habe ich schon hingewiesen, dass der gute ökologische Zustand bis 2027, aber auch darüber hinaus noch weiter zu erreichen werden soll. Es gibt keinen Zweifel, dass das noch in der Umsetzung weiter verlängert wird. Es geht um die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, die ein Ziel von mindestens 10% Vergrößerung der Überflutungsflächen fordert. Es geht um den Hochwasserschutz im nationalen Hochwasserschutzprogramm, was unter anderem eben dann dazu führen soll, dass vermehrt Deichrückverlegungen umgesetzt werden sollen und auch in Poldern naturnahe Entwicklungen stattfinden sollen.
Es geht im Bundesprogramm Blaues Band, eines der neuesten strategischen Papiere und Programme, geht es darum, den Biotopverbund an den Bundeswasserstraßen wiederherzustellen. Es geht in der EU-Biodiversitätsstrategie unter anderem jetzt auch darum, dass mindestens 25.000 Kilometer freifließende Flüsse bis 2030 wiederhergestellt werden sollen. Bitte einmal weiter. Zum Bundesprogramm Blaues Band, das ich ja auch in meinem Fachgebiet im Titel führe, will ich noch darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, konkrete Ziele zu benennen. Es geht hier um den Auen-Biotopverbund entlang der Bundeswasserstraßen. Es geht darum, dass Ziele aufgestellt worden sind, dass bis 2035 der Auenzustand an 20% der bewerteten Abschnitte um mindestens eine Zustandsklasse nach Auenzustandsbericht 2009 verbessert werden soll. Es geht darum, 15% der Auen wieder ihrer naturtypischen Funktion zur Verfügung zu stellen oder zurückzuführen. Wichtig ist bei diesem Programm zu erwähnen, dass es eine ganz intensive Zusammenarbeit mit der Bundeswasserstraßenverwaltung gibt, die jetzt auch eine neue Aufgabe zugewiesen kriegt, dass sie eben jetzt auch künftig den Rückbau umsetzen kann. Bitte einmal weiter. Welche sonstigen... Wir müssen erneut, ja, erneut bin in zwei Minuten bin ich durch. Die Programme und Maßnahmen Chance Natur, Bundesförderung Naturschutz, da sind bereits etwa 350 Millionen umgesetzt worden in den letzten 30 Jahren. Dann gibt es vielleicht noch kurz zu erwähnen den Wildnisfonds, die Moorschutzstrategie des Bundes. Und es gibt vielfältige Länderprogramme. Und dann komme ich jetzt auch schon zum Schluss. Ich höre sehr gerne auf den Weckruf, dass ich jetzt zum Ende kommen soll. Also es gibt einen sehr großen Handlungsbedarf zur Renaturierung von Flüssen und Auen. Intakte Flüsse und Auen bieten eine enorme biologische Vielfalt. Sie steigern die Ökosystemleistung. Sie erhöhen die Resilienz. Sie halten viel Wasser wieder in der Fläche, was ein ganz wesentliches Ziel der zukünftigen Entwicklung sein muss. Die großräumigen Vorhaben bieten einen hohen Mehrwert für die Gesellschaft und die Maßnahmenumsetzung wird am besten umgesetzt oder die Maßnahmenumsetzung ist am erfolgreichsten, wenn man sie mit starken Partnern umsetzt. Und es ist letztendlich eine generationenübergreifende Aufgabe. Noch ein letzter Klick. Und damit schließe ich jetzt, dass die intakte Natur eben ein wichtiger Teil der Problemlösung und der Anpassungsstrategie ist. Und gerade heute gab es auch eine Mitteilung von Wetlands International, die eben genau in die gleiche Richtung ging, dass Reviving Wetlands is the most effective ways we can heal the climate. Das ist eine Botschaft, die sehr gut zu dem passt, was ich gerade versucht habe rüberzubringen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Projekt Seen und Klimawandel auch viel Erfolg bei der Umsetzung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den Beitrag. Sie müssen Ihr Mikrofon dann wieder stumm schalten, sonst ein bisschen Echo. Das Bundesamt für Naturschutz wie auch das Umweltbundesamt haben ganz hervorragende Veröffentlichungen. Ich würde Sie da ermutigen, sich das mal genauer anzusehen. Sehr solide Zahlen, mit denen man wirklich auch sehr gut argumentieren kann, nicht nur was die Wasserrahmenrichtlinie angeht. Ich hatte gerade gelesen, dass der Dalai Lama eine neue Veröffentlichung im letzten Jahr gemacht hat, die heißt Klimaappell an die Welt. Und er spricht dort auch von einer Wasserkatastrophe, die auf Indien und China zukommt. Wir sind nicht ganz so betroffen hier in Zentraleuropa, aber damit leite ich über zu Frau Dr. Adrian. Das IGB, das Leibniz-Institut in Berlin, forscht sehr viel in dieser Richtung, Gewässer und Klimaauswirkungen. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Beitrag, Frau Professor Adrian. Ja, vielen Dank, Herr Gattenlöhner. Einen schönen guten Tag auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank für die freundliche Einladung, heute zum Weltwassertag etwas zu sehen, im Klimawandel, im Kontext des Klimawandels beitragen zu dürfen. Seen stehen ja in ganz engen Austausch mit der Atmosphäre. Sie verändern sich stark mit der fortschreitenden globalen Klimaerwärmung. Seen werden wärmer. Dies führt zu weniger Eisentwicklung, circa 2 bis 4 Wochen. In den letzten Dekaden haben wir schon
an Eis verloren. Wir sehen sehr starke Veränderungen im thermischen Regime von Seen. An diese Veränderungen in der Seenphysik sind die ökologischen Veränderungen gekoppelt, aber auch die Dienstleistungen, die Seen für den Menschen bereitstellen, wie Trinkwasser, Fischerei, Freizeitwert, aber auch Ökosysteme als Kulturerbe. Global sind die Wassertemperaturen in den vergangenen Dekaden um 0,34 Grad Celsius angestiegen. Und diesem globalen Mittel liegt eine hohe Variabilität zugrunde am Beispiel des Berliner Müggelsees, unser Haussee, an dem wir Langzeitstudien schon sehr lange betreiben, unter anderem. Sind die in den vergangenen 42 Jahren die Oberflächentemperaturen um 0,6 Grad angestiegen. Das ist ein längerer Zeitraum, also nicht vergleichbar, direkt vergleichbar mit dem globalen Mittel. Mit der Erwärmung und dem Verlust von Eis kommt es zu klaren Regimewechseln in der thermischen Struktur entlang eines Kontinuums, Mischungskontinuums von Polymiktisch. Das sind Seen, die permanent durchmischt sind, von oben bis unten. Der Müggelsee ist ein Beispiel eines polymiktischen Sees. Zu dimiktischen Seen mit zwei Schichtungsphasen, eine im und zwei Mischungsphasen pro Jahr. Und dimiktische Seen werden möglicherweise zu monomiktischen Seen, wenn sie im Winter ihr Eis verlieren. Ganz generell werden Seen in Zukunft weniger häufig vollständig durchmischt sein. Und das können wir am Beispiel des Müggelsees schon beobachten, haben wir beobachtet in den letzten Dekaden. Hier der See ist inzwischen im Sommer 2 bis 4 Wochen häufiger thermisch geschichtet. Die blauen Balken in der unteren Grafik, als dies in den 70er, frühen 80er Jahren noch der Fall war. Also der globale Wandel findet statt. Intuitiv könnte man ja davon ausgehen, dass Seen warmes Habitatvolumen gewinnen und kaltes Habitatvolumen verlieren. Veränderungen im thermischen Habitat sind aber komplex, da Trends in den Wassertemperaturen vertikal, also entlang der Tiefe eines Sees, horizontal, wenn man die Mitte zum Ufer betrachtet, und auch saisonal verschieden sind und auch gegenläufig sein können. Hier ist ein Beispiel der saisonalen Temperaturentwicklung zwischen 1970 und heute dargestellt für zwei Seen, einer in Schweden und einer in Israel. Beide zeigen eine ausgeprägte Saisonalität in der Wassertemperaturentwicklung. Unten dargestellt sind nun die Verluste in Rot und die Gewinne in Blau. An Wasservolumen, die eine bestimmte Temperatur aufweisen, und man sieht, es gibt Gewinne und Verluste temperaturspezifischen Volumens über den gesamten Temperaturbereich eines Sees, und der ist aber sehr stark seenspezifisch. Nun, welche Optionen haben Organismen, wenn sich die Verfügbarkeit von thermischem Habitat verändert? Sie können sich adaptieren, sie können sich bewegen oder sie können sterben. Und ich gehe heute auf zwei Möglichkeiten der Anpassung ein. Spezies können ihre Saisonalität verändern oder ihre Aufenthaltstiefe in einem See ändern, um ihre Ansprüche an ihr thermisches Habitat aufrecht zu erhalten. Hier sehen Sie simulierte Beispiele, wie sich das thermische Habitat für drei hypothetische Spezies unter einer Erwärmung von ca. 1 Grad Celsius verändert hat im Vergleich zu Temperaturbedingungen aus den vergangenen 3 bis 4 Dekaden, die linke obere Abbildung, entlang der Tiefe eines Sees und im Jahresverlauf. Die gestrichelten weißen Linien zeigen nun das erwartete Habitat für drei Modellspezies. Die Spezies 1 beschränkt sich auf einen Tiefenbereich, die Spezies 2 beschränkt sich auf eine Jahreszeit, und die Spezies 3 beschränkt sich auf eine Tiefe und eine Jahreszeit.
Und unten sind nun die hell- und dunkelgrauen Verteilungsmuster angegeben, wie sich das temperaturspezifische Volumen für Arten, für diese drei Modellarten verändert hat. Für Spezies 1, die sich in einem tiefen Bereich aufhält, ändert sich am wenigsten. Sie verliert etwas an kaltem Habitat, das ist die ganz linke Abbildung. Spezies 2 in der Mitte, die beschränkt auf eine Jahreszeit ist, hier das Frühjahr, die verliert die kühleren Wassertemperaturen. Und die Spezies 3, die auf eine Tiefe und eine Jahreszeit beschränkt ist, die erfährt die größten Veränderungen im thermischen Habitat. Sie verliert große Volumen an kaltem Wasser. Nun ein reales Beispiel aus dem Züricher See. Planktotrix pubescens entwickelt ihre Population zwischen Juli und September in der Tiefe zwischen 5 und 20 Meter. Das heißt, sie ist auf eine Saison und eine Tiefe beschränkt. Und für diese Spezies hat sich das optimale thermische Habitat zwischen 1936 und heute um 22 Grad verändert und in diesem Fall zugunsten von Planktotrix pubescens, die an hohe Temperaturen und stabiler thermischer Schichtung angepasst ist. Und dieser See hat in dem Bereich eine Erwärmung um 1 Grad Celsius erfahren. Nun, die Studie umfasste nicht nur den Zürichsee, sondern 139 Seen weltweit. Und in dieser Studie konnten wir zeigen, dass sich Habitat in den 70er Jahren und heute in einem Maß verändert haben, die gleich sind mit Unterschieden von Seen in verschiedenen Breitengraden oder Seen auf unterschiedlicher Höhe. Und die Studie kommt zu dem Schluss, dass im Mittel 6% weniger thermische Überlappung zwischen heute und den 70er Jahren im temperaturspezifischen Wasservolumen vorkommt. Und wenn auf die Tiefe und die Jahreszeit beschränkt, zeigt sich ca. 19% weniger Überlappung in der im temperaturspezifischen Wasservolumen. Und diese Veränderungen haben natürlich Konsequenzen auf die Ökologie von Organismen. Hier möchte ich Sie in einem quasi Crashkurs durch einen See begleiten, führen. Ich führe Sie von links nach rechts. Der ganz linke Teil ist der derzeitige Stand, der bereits eine Erwärmung erfahren hat. Also globale Erwärmung hat bereits stattgefunden. Das ist nichts, was für die Zukunft nur gilt. Wir haben bereits höhere Wassertemperaturen, wir haben bereits weniger Eis. Wir haben eine Verstärkung der thermischen Schichtung, die führt bis dato noch nicht unbedingt in flachen Seen, vielleicht schon, aber in tieferen Seen noch nicht, zu Sauerstoffkalamitäten im tiefen Wasserbereich, was sich dann natürlich negativ für Fische auswirkt. Wenn man in die Zukunft geht, dann werden wir weiterhin höhere Wassertemperaturen haben. Das Eis wird möglicherweise ganz verschwinden in tieferen geografischen Bereichen. Hohe Wassertemperaturen führen zu mehr Photosynthese. Wir erwarten mehr höhere Algenbiomassenentwicklungen und speziell die Blaualgenblüten, die doch sehr bekannt sind. Und die sind halt an hohe Wassertemperaturen und stabile Verhältnisse, thermische Verhältnisse angepasst. Das heißt, das sind die Gewinner des globalen Wandels. Mit der stärkeren thermischen Schichtung kommt es zu einer Sauerstoffverknappung im tiefen Wasser und das hat zwei dominante Folgen, dass anaerobe Bedingungen in der Sedimentnähe führt zur Freisetzung von Nährstoffen. Das heißt, die Seen düngen sich intern. Das betrifft bereits flache, bereits produktive und flache Seen. Und der Sauerstoff wird knapp. Und für Fische bedeutet das, dass sie nach oben in wärmere Bereiche
schwimmen müssen, was mit hohen metabolischen Kosten verbunden ist. Stürme, Extreme habe ich noch nicht erwähnt. Da kommen die Stürme oder die Trockenheiten in Blick, und Sturmereignisse können kurzzeitig zu Durchmischungen führen, was dann Nährstoffpulse von unten in die phototrophe Zone bedeutet, das auch wieder ein Algenwachstum befördert. Trockenheiten haben viele Auswirkungen. Auf eine möchte ich eingehen. Der sinkende Wasserlevel, Uferbereiche fallen trocken. Das heißt, das führt zu einer Verstärkung der mikrobiellen Aktivität von freiliegenden Seesedimenten, die jetzt mit Luftsauerstoff versorgt werden, und die mikrobielle Aktivität, organischer Abbau von organischem Material wird gefördert unter Freisetzung von CO2. Und das führt auch trägt auch mit dazu bei, dass Seen zunehmend zu CO2-Quellen werden. Ein letztes Beispiel eines Extremereignisses, wieder ein Beispiel vom Müggelsee, der Orkan Xavier im Oktober 2017. Was Sie hier sehen, ist die helle Linie, die Windgeschwindigkeit über einen Tag. Also es sind kurzzeitige Ereignisse, 24 Stunden sind hier dargestellt. Und die dunkelblaue Linie, die Trübung. Und der Müggelsee ist recht flach, das heißt, derartige Stürme führen zu einer Volldurchmischung des Wasserkörpers und einer Resuspension von Seesediment in die Wassersäule, die die Trübung in die Höhe schnellen lassen und extreme Nährstoffpulse bringen, aber natürlich auch eine Verschlechterung des Unterwasserlichtes für das Algenwachstum bedeuten. Jeder Sturm ist unique. Was wir aber sagen können, ist, dass die Ausgangsbedingungen des Sees vor dem Sturm, die Höhe der Temperatur, ist der See thermisch geschichtet oder durchmischt, eine ganz wesentliche Rolle für die Resistenz und auch die Resilienz, wie schnell der Ausgangszustand auch wieder erreicht wird, haben. Und in dem Fall, in dem Beispiel hier, sehen Sie, dass die Trübung nach dem Sturm auch schnell wieder zurückgeht. Und das heißt, das hat eine geringe Resistenz. Die Trübung geht sofort hoch, aber eine hohe Resilienz. Und damit möchte ich meinen Beitrag beenden. Vielen Dank fürs Interesse. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Adrian. Das IGB hat sicher Tonnen von Informationen, die man in so kurzer Zeit natürlich nicht alle darstellen kann. Was ganz deutlich wurde in Ihrem Beitrag, sicher auch wie in dem von Herrn Neukirchen, ist, dass es schon Auswirkungen gibt auf Schichtung und auf die Temperatur von Gewässern, und dass diese in der Regel negativen Auswirkungen sich dann natürlich auf Probleme verstärkend auswirken, wie zum Beispiel Neobiota, Eutrophierung, Cyanobakterien. Sie haben es angesprochen, die Laichzonen, die Fertilität oder den BOD, also den Sauerstoffbedarf. Da ist Anpassung ein ganz wichtiges Thema, und ich denke, da werden sich viele Wissenschaftler in Zukunft noch mit intensiv beschäftigen müssen auch. Ich darf überleiten dann zum letzten Beitrag in diesem ersten Block zur Frau Abel vom Greifswald-Moor-Zentrum, das sehr eng mit der Michael-Zucker-Stiftung zusammenarbeitet und sich sehr stark auf Moore, also Paludikultur, konzentriert. Frau Abel, wir sind gespannt. Danke. Genau, also die Suko-Stiftung ist ein Partner vom Greifswald-Moor-Zentrum. Das ist sozusagen der Mooraktivitäten, das Dach der Mooraktivitäten in Greifswald. Dazu gehört die Uni Greifswald, die Michael-Suko-Stiftung und Düne e.V. Und dann will ich auch schon starten mit einer kurzen Einführung. Was sind Moore? Also in lebenden nassen Mooren ist die Produktion größer als die Zersetzung, und damit akkumuliert Torf und Kohlenstoff. Torf sind also abgestorbene Pflanzenreste und machen das Moor aus.
Torf akkumuliert durch die Wassersättigung und damit sind ja, natürliche lebende Moore sind Feuchtgebiete. Und dieser Torf akkumuliert während tausender Jahre, also in Deutschland seit ungefähr 10.000 Jahren, seit der letzten Eiszeit, und speichert konzentrierten Kohlenstoff in sehr dicken Schichten, also teilweise viele Meter dick. Moore sind die raumeffektivsten Kohlenstoffspeicher der ganzen terrestrischen Biosphäre. Sie speichern über 500 Gigatonnen Kohlenstoff in ihrem Torf. Mit dieser Zahl kann keiner so richtig was anfangen. Deswegen übersetzt man hier in dem Vergleich, das ist zweimal so viel wie die gesamte Waldbiomasse der Welt, obwohl die Wälder einen viel größeren Anteil an unserer Waldfläche haben. Also 30% anstatt der Moore, die nur 3% einnehmen. Ja, lebende nasse Moore, sie gibt es in Deutschland noch, aber wirklich nur auf einen ganz kleinen Teil, 2% ungefähr. Aber darum geht es aus Klimasicht gar nicht. Da müssen wir uns die entwässerten Moore angucken. Und das heißt Acker, Grünland, Wald und Torfabbau. Und da ist der Zusammenhang so, also dass man verbildlicht, entfernt man das Wasser, rottet die organische Substanz weg, also so ähnlich wie bei den Spreewaldgurken. Diese tief entwässerten Moore setzen immens viel Treibhausgase aus, also durch die Zersetzung von dem Torf, zum Beispiel ein tief entwässertes Grünland, also es ist wirklich auch ein schleichender, eigentlich auch unsichtbarer Prozess, emittiert ungefähr 29 Tonnen CO2-Äquivalente pro Hektar und Jahr. Und das in einem Vergleich, das wären 145.000 Kilometer mit dem Pkw. Und das, wie gesagt, jedes Jahr und von einem Hektar. Damit steigt natürlich auch der Carbon Footprint von den Produkten, die auf Moor, zum Beispiel auf Moorgrünland produziert wird, wie Käse und Milch, immens. Also die haben eine ungefähr fünfmal so hohe Treibhausgasbelastung wie Milch und Käse, die von mineralischen Böden zum Beispiel kommen. Beim Acker sieht die Emissionszahl noch schlechter aus, weil sie in der Regel einfach tiefer entwässert sind. Ansonsten bei gleicher Entwässerungstiefe emittieren Acker und Grünland in der Regel gleich viel. Das sind hier die Zahlen, die in der Emissionsberichterstattung genutzt werden. Und von einem Hektar und Jahr werden damit zweimal mehr Kohlenstoff ausgestoßen, als in diesen produzierten Kartoffeln zum Beispiel enthalten sind. Hier mal eine Karte von den organischen Böden in Deutschland. Also im Prinzip die Moorböden und noch Anmoorböden und so weiter dazugerechnet. Also man sieht eine ungleiche Verteilung. Der übergroße Teil ist im Norden. Es gibt damit moorreiche und moorarme Bundesländer, was es jetzt in Bezug auf Regularien auch nicht unbedingt einfacher macht. Genau, hatte ich schon gesagt, 2% sind nur noch im natürlichen nassen Zustand. Der übergroße Teil entwässert, ungefähr 70% in der landwirtschaftlichen Nutzung. Und die Moorböden sind damit insgesamt für 5% der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also wirklich auch eine sehr große Zahl, die wir angehen müssen. Und wenn man sich nur die landwirtschaftlich genutzten Moore bzw. die Emissionen aus der Landwirtschaft anguckt, inklusive der Landnutzungsemissionen, dann sind die Moore sogar für 37% der Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich. Da müssen wir ran. Hier mal zum Beispiel diese moorreichen Bundesländer, die haben natürlich dann einen sehr großen Anteil. In einem industrieärmeren Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern sind die Moore die größte Einzelquelle mit über 30% der Landesemissionen, die aus den Mooren kommen. Genau, die aktuelle entwässerungsbasierte Moornutzung wird auch noch mit sehr viel Geld subventioniert, obwohl wir damit einen extrem hohen Schaden haben, also einen Klimaschaden, den man natürlich auch in Geld übersetzen kann. Und das entspricht der Nettowertschöpfung der gesamten deutschen Landwirtschaft zum Beispiel in 2018.
Diese Moornutzung verdeutlicht sich auch hier in solchen Bildern, wo dann auch dieser Torfschwund auch mal sichtbar wird. Das heißt, wir haben Höhenverluste von 1 bis 2 Zentimeter pro Jahr. Das heißt aber auch, dass Moorgebiete in Küstennähe auch besonders gefährdet sind durch Meeresspiegelanstieg. Wir haben gleichzeitig auch viele Infrastrukturschäden, Straßen, Kanalisationen etc. Das Gute ist, man kann diesen Prozess rückgängig machen. Das heißt, die Anhebung der Wasserstände, die Wiedervernässung führt, ja, damit kann man die Probleme angehen und die führt zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen. Also man sieht, je tiefer die Wasserstände sind, desto höher sind die Emissionen. Und hier im Bereich 0 Zentimeter, also flurnahe Wasserstände, das ist das Optimum. Dann bei überstauten Flächen haben wir dann eher wieder das Problem mit den Methanemissionen. Aber da muss man auch sagen dazu, das Methan ist ein Problem. Aber da gibt es mittlerweile auch schon viel Forschung dazu, wie das auch reduziert werden kann mit einem angepassten Management. Plus es ist insgesamt viel kurzlebiger als CO2. Also es hat anstatt über 1000 Jahre, dass das CO2 in der Atmosphäre verbleibt, nur eine Wirksamkeit von ungefähr 12 Jahren. Genau, diese Pfeile kommen jetzt noch dazu. Aber es geht ja hier auch um Klimaanpassung. Also die nasse Moore sind auch cool, sie haben einen Kühlungseffekt, der auch sehr wichtig sein kann. Sie reduzieren das Hochwasserrisiko, es sind also Retentionsräume. Die Vegetation ist an hohe Wasserstände angepasst und nimmt dadurch dann auch keinen Schaden. Und wir entwässern ja aktuell unsere Landschaft zu einer Zeit, wo wir ja gerade im Sommer Wasserknappheit haben. Und das geht natürlich eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es auch aus diesem Grund absolut wichtig, dass wir unsere Moore wieder vernässen und das Land und das Wasser einfach in der Landschaft halten. Genau, die Moorwiedervernässung, das zeigt sich auch, vergrößert den Grundwasservorrat. Genau, das wurde vorhin auch schon mal erwähnt, also das Beispiel hier von Pflanzenkläranlagen, also nasse Moore können auch Wasser filtern. Also die Pflanzen und zum Nährstoffrückhalt führen. Ja, wie schaffen wir das? Wir wollen klimaneutral werden bis 2050, dann müssen die Moore unbedingt mitgedacht werden. Und wenn wir heute anfangen, wieder zu vernässen, müssten wir trotzdem jedes Jahr 50.000 Hektar wieder vernässen, also eine riesige Zahl. Wie gehen wir das an? Wir können natürlich einmal in die Naturentwicklung gehen, neue Wildnis schaffen und aktiv Carbon Farming betreiben, indem wir die Emissionen reduzieren. Wir können aber auch das Moor wieder vernässen und die Produktionsfunktion erhalten. Wir nennen das Paludikultur, die nasse Moornutzung. Hierbei unterscheiden wir immer erstmal grob Nasswiesennutzung und Anbaupaludikulturen, also Nasswiesen, die sich spontan entwickeln. Hier ein paar Arten, Rohrglanzgras, Sägen, die dort wachsen, Wasserbüffel, die auch an nasse Flächen angepasst sind, Anbaukulturen, zum Beispiel ja, gezielt angebautes Schilf, Rohrkolben und Torfmoose als ein paar Beispiele. Wir brauchen natürlich die entsprechenden Wertschöpfungsketten. Energetische Nutzung ist ja in jedem Falle möglich. Aber es gibt auch sehr vielversprechende stoffliche Verwertungswege. Da habe ich immer ein paar Beispiele mitgebracht. Und hier sehen wir halt auch, dass natürlich in Zukunft durch die Bioökonomie auch ein großer Markt entsteht. Und das Tolle an diesen Produkten ist eigentlich, dass sie dreifach klimaschonend sein können. Also einmal durch die Reduktion von der Fläche, durch die Festlegung im Produkt, zum Beispiel bei Baustoffen, das ist natürlich nicht bei allen, und dem Ersatz von fossilen Energieträgern, von fossilen Ressourcen, genau. Also zum Beispiel Bauplatten, aufgefaserte Biomasse, die zu Formteilen gepresst wird oder solches Graspapier. Wir haben aktuell verschiedenste Demonstrationsflächen, also die gibt es mittlerweile in ganz Deutschland, wird ja auch aktuell vielfach gefördert, solche Projekte, und die sind ganz wichtig, weil natürlich die Landwirtschaft hier auch Beispielprojekte braucht. Wir müssen zeigen, wie es geht und dass es geht.
Ich möchte Sie hierbei auch auf unseren YouTube-Kanal hinweisen, weil wir haben gerade sehr schöne Exkursionsvideos für unsere große Paludikultur erstellt, die war letzte Woche. Und einmal zum Rohrkolbenanbau in Neukahlen, hier kurz vor der Vernässung die Fläche. Und dann auch Torfmooskultur auf einer Fläche bei Oldenburg, wo wir Torfmoose anbauen, um diese Biomasse dann im Gartenbau als Torfersatz einzusetzen. Und wie gesagt, schauen Sie da gern mal vorbei. Ja, schaffen wir das mit der Wiedervernässung bis 2050? Ist das illusorisch naiv? Indonesien zeigt gerade, dass es auch viel schneller gehen kann. Die haben natürlich auch Probleme bei der Umsetzung, aber insgesamt geht das dort viel schneller. Und wir müssen in Deutschland auf jeden Fall nicht nur im Ausland reduzieren, sondern hier natürlich auch vor unserer Haustür aktiv werden und diese immensen Emissionen reduzieren. Genau, wir haben dafür einen Transformationspfad entwickelt. Wie schaffen wir das? Da können Sie auch gerne mal in der Veröffentlichung bei uns reingucken. Wir haben dafür Vorschläge erarbeitet. Und das Wichtigste ist, dass wir sofort anfangen, more muss nass. Und dann können Sie auch gerne mal auf unseren Homepages vorbeigucken. Ganz vielen Dank, Frau Abel, für diesen auch hoffnungmachenden Vortrag. Wenn Sie Fragen haben an Frau Abel, an Frau Professor Adrian oder Herrn Neukirchen, dann schreiben Sie diese bitte noch in den Chat. Wir werden die dann jetzt gleich in der Frage- und Antwortrunde aufnehmen. Vielen Dank für den Beitrag nochmals, Frau Abel. Die Verbindung von Mooren und Spreewaldgurken war mir so noch nicht ganz klar, aber ist natürlich sehr anschauliche Metapher. Und vielleicht noch eine Rückmeldung. Wir haben tatsächlich ganz ähnliche Zahlen ermittelt für die Renaturierung dann tropischer Ökosysteme, also vor allem Wälder wie zum Beispiel Mangroven, von 30 bis 40 Tonnen pro Hektar und Jahr, etwa CO2-Äquivalent-Festlegung, größtenteils natürlich im Boden, nicht so sehr in der terrestrischen Biomasse, sondern in dem, was eben im Boden festgelegt wird. Kann noch mal ein bisschen über 40 Tonnen sein, aber man sieht, man kann diese Prozesse teilweise eben umkehren und, wie Sie gesagt haben, damit hoffentlich auch etwas beitragen zum Green Deal der EU 2050. Ist vielleicht nicht ambitioniert genug, aber da muss man jetzt ja die Arme hochkrempeln. Ja, wir sind sehr gut im Zeitplan. Ich darf mich bei allen drei Referenten, Referentinnen bedanken, die Zeit respektiert zu haben. Deswegen haben wir jetzt auch Zeit für eine Frage- und Antwortrunde und ich übergebe da an den Michael Bender. Ja, vielen Dank, Udo Gattenlöhner, für die freundliche Einführung und an die Referenten für die hervorragenden Beiträge. Ich selber bin der Michael Bender, leite die Bundeskontaktstelle Wasser der Grünen Liga und bin von Anfang an mit dabei bei der AG Wasser, das Forum Umwelt und Entwicklung, gleichzeitig aber auch Gründungsmitglied beim Netzwerk Lebendige Seen, das vom Global Nature Fund freundlicherweise koordiniert wird. Und ich würde bei Herrn Neukirchen kurz eine Nachfrage stellen. Herr Neukirchen, Sie haben erwähnt, das nationale Hochwasserschutzprogramm mit den Deichrückverlegungen. Könnten Sie vielleicht kurz Auskunft geben, welche Maßnahmen da eventuell schon umgesetzt wurden in der Zwischenzeit? Das ist ja auch schon eine Weile her, dass das beschlossen wurde. Ja, vielleicht den Hinweis, also das Ganze ist ja beschlossen worden 2014, im Nachgang praktisch des letzten großen Hochwassers. Der entscheidende Punkt ist, dass in diesem Programm überregional wirksame Maßnahmen umgesetzt werden sollen. Die Planungen dafür laufen, mir ist aber noch nicht bekannt, dass eine fertiggestellt worden ist. Liegt in der Natur der Sache, weil eben diese, ich kann auch meinen Bildschirm wieder einschalten, weil eben diese Planungen für diese Maßnahmen extrem lange dauern. Das wissen Sie auch aus anderen Projekten, kennen wir das, dass wir wirklich jahrelange oder zum Teil sogar Jahrzehnte brauchen, um an die Flächen für die Umsetzung dranzukommen. Letztendlich geht es aber darum, dass in diesem Programm etwa 20.000 Hektar Flächen praktisch wieder an den Fluss angebunden werden sollen. Das sind derzeit konkrete Zahlen, die jetzt schon in dem Programm drinstehen. Da ist noch Luft nach oben sicherlich. Wir haben in einer anderen Studie festgestellt, dass es mehrere 10.000 Hektar an Potenzialen für Deichrückverlegungen gibt in Deutschland.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine kleine Nachfrage. Und zwar sagten Sie, dass Sie für das Programm Blaues Band auch mitverantwortlich sind. Und nun berichten uns unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Elbeauen, dass da viele Auengewässer komplett ausgetrocknet sind. Und andere Kollegen vom WWF sagen, dass sie jetzt langsam anfangen, da die ersten Blaue Band-Projekte zu initiieren. Sehen Sie denn da Möglichkeiten, die Trockenheit da mit den Blaues-Band-Projekten zu kombinieren bzw. dem entgegenzutreten, dass die Auengewässer austrocknen durch die Projekte, die Sie dann auch mit, in Kooperation mit dem Bundesverkehrsministerium machen? Also das Austrocknen ist natürlich eine Folge der derzeitigen Situation. Erstens Klimawandel, weniger Wasser. Das andere ist aber auch das, was ich vorhin auch sagte, dass die Entwässerung der Landschaft natürlich gestoppt werden muss. Also alles, was zu einer verstärkten Entwässerung führt, muss rückgebaut werden. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass eben zum Beispiel die Elbe wieder über die Ufer treten kann und wieder angebunden wird an die Auen. Und dafür dienen eben, oder dazu dienen dann eben auch diese Blaue Bandprojekte, die letztendlich eine Verbindung von Gewässer, Ufer und Aue wiederherstellen sollen. Und da bin ich optimistisch, dass wir zumindest in die richtige Richtung gehen. Und dass alleine schon die Tatsache, dass die Wasserstraßenverwaltung nicht mehr alleine nur noch für den Verkehr zuständig wird, sondern künftig auch für den Rückbau und für Renaturierungsmaßnahmen. Da wird ja die Verantwortung für die hydromorphologischen Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie wird ja der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung für die Bundeswasserstraßen zugeteilt. Das heißt, da sehe ich tatsächlich eine gute Richtung, die da beschritten worden ist mit dem Blauen Band, dass wir da einen ganz erheblichen Schritt vorwärts kommen können. Dauert aber auch, weil es die wahnsinnigen Planungsvorläufe da gibt. Vielen Dank, Herr Neukirchen. Die Bundeswasserstraßenverwaltung ist ja seit 2010 auch für die Sicherheit und Leichtigkeit des Fischverkehrs zuständig, also der Fischaufstiegs und Abstiegs. Okay. Ich würde jetzt bei Frau Professor Adrian kurz weitermachen. Sie haben ja sehr eindrücklich geschildert, dass es sehr komplexe Auswirkungen gibt des Klimawandels, dass es nicht so 1:1 stattfindet, sondern von vielen Faktoren abhängt. Gibt es denn aus Ihrer Sicht schon Ansätze, wo Sie sagen würden, ja, so könnte man das Management der Seen verändern, um diesen Klimaauswirkungen entgegenzuwirken? Ja, die Frage habe ich natürlich erwartet, ist nicht unbedingt mein Feld, aber ich finde erstmal ganz ausschlaggebend ist die Emissionsrückreduktion. Davon spricht immer, sprechen wir zu wenig, finde ich. Also das ist ganz, ganz wesentlich für meine Berichte, aus meiner Sicht. Und dann natürlich eine nachhaltigere Landwirtschaft, dass man die Stoffeinträge wirklich reduziert. Und für die Seen ist eigentlich der Klimaeffekt ist ein Eutrophierungseffekt. Und das kommt durch die Zunahme der thermischen Schichtung. Die Systeme werden anoxig, die sedimentnahen Bereiche werden anoxig. Und das löst so eine Freisetzung von Nährstoffen aus dem Sediment hervor. Das ist natürlich auch begrenzt. Irgendwann sind auch diese Sedimente dann nährstoffarm. Aber erstmal ist der Klimaeffekt ein Eutrophierungseffekt. Und es gibt schöne Modelle auch von holländischen Kollegen, die sagen, um den aktuellen Zustand der Eutrophierung zu erhalten, müssen heute die Stoffeinträge um 10-20% geringer ausfallen. Das heißt, wir müssen noch mehr tun, auch die Nährstoffe zu reduzieren, die in Systeme reinkommen. An der Temperatur können wir nichts drehen, am Eisverlust können wir nichts drehen. Weniger Eis hat ja im Winter, führt möglicherweise auch zu weniger, diesen berühmten Winterfischkill, wenn durch die Eisbedeckung die Sauerstoffkalamitäten geringer werden. Aber insgesamt sehe ich die Landwirtschaft, Haushalte, Reduktion von Nährstoffeinträgen, das ist immer noch der
wesentliche Treiber für die Verschlechterung des ökologischen Zustands von Seen. Nicht davon zu sprechen, dass man jetzt Habitate, ich bin ja ein bisschen auch auf Habitat, thermische Habitate eingegangen, dass natürlich wir jetzt global auch sehen, dass bestimmte thermische Habitate für Organismen verschwinden und damit eine Nordwärtsverschiebung von Fischen, für Fische ist das gezeigt, Verlust von Habitaten und dann aber auch Invasion von wärmeliebenden Arten in unsere Bereiche rein. Da ist ein Beispiel eine Blaualge, die Zylindros permopsis rastiborskii, eine mediterrane Cyanophyceen-Art, die jetzt auch hier schon vermehrt auftritt. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Botschaft. Also das, was wir eigentlich auch seit Jahren predigen, ein Umdenken in der Landwirtschaft und in den Bewirtschaftungen im Einzugsgebiet der Seen als wesentliche Voraussetzung, um den Auswirkungen dort entgegenzutreten. Ich denke, im Zuge der Studie, die Udo Gattenlehner bereits erwähnt hat, werden wir sehr gerne noch weiter auf Sie zukommen, um uns da noch intensiver auszutauschen, wie da die Zusammenhänge sind und wie wir das eventuell auch in der Studie dann darstellen können. Das würde uns sehr freuen, wenn Sie da kooperieren würden. Ja, vielen Dank. Für Frau Abel habe ich eine Frage aus dem Chat. Hier steht, für welche Tierarten und Pflanzen sind denn Moorlandschaften interessante Lebensräume? Ja, also die meisten Arten, die sich auf Moore spezialisiert haben, sind eigentlich auch ja, geschützte Arten, weil einfach die Habitate fehlen und damit, weil sie halt hoch spezialisiert sind an diese Habitate, die Arten auch einfach sehr selten geworden sind. Und wir sehen jetzt zum Beispiel auch auf unseren Demonstrationsflächen für Paludikultur interessanterweise, dass diese Arten sich da auch wieder einfinden, was natürlich super ist, weil man dann ja auch eigentlich einen Win-Win hätte. Und es gibt jetzt auch, also wie zum Beispiel Erika Tetralix, Sonnentau, also auch so fleischfressende Arten, einfach Arten, die sich an solche an diese Habitate angepasst haben. Wir begleiten das natürlich auch alles. Ansonsten würde ich sagen, müsste man auf jeden Fall noch den Seggenrohrsänger nennen, der ja auch einfach weltweit bedroht ist und diese Seggenbestände, großflächigen Seggenbestände braucht. Genau. Aber es gibt natürlich dann auch in Bezug auf Nutzung dann auch Konflikte mit dem Naturschutz und da muss dann natürlich auch immer geschaut werden, wie kann man das in Einklang bringen? Es gibt da auch aktuell einen Bericht aus Gartenprojekt vom BFN gefördert, das wir zusammen mit der HNE Eberswalde durchgeführt haben, wo halt genau dieser Trade-off untersucht wurde, Nutzung versus Naturschutz, beziehungsweise gar nicht versus, sondern wo sind die Synergien, wie kriegt man das am besten hin, damit für Klimaschutz, Naturschutz und Produktion das Beste bei rauskommt. Gibt es eigentlich schon Beobachtungen jetzt aus den letzten drei Trockenjahren, dass vielleicht Wiedervernässungsprojekte gestartet wurden und aber das Wasser vielleicht doch gar noch nicht so ausreicht, wie es sollte? Oder wie sind da die Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung? Also die Erfahrungen sind auf jeden Fall vorhanden, dass das Wasser fehlt, was jetzt auch gar nicht so richtig verwunderlich ist, weil die Moor-Wiedervernässungsprojekte, die wir jetzt auch viel umgesetzt haben, das waren kleine, nasse Inseln in einer entwässerten Landschaft. Und das ist natürlich ein Problem. Also das Wasser dort in dieser kleinen Fläche zu halten, ist unglaublich schwierig. Das ist auch sehr kostenintensiv. Und wenn wir da größer denken, dann wird das definitiv einfacher werden. Aber der aktuelle Wassermangel sollte uns auf jeden Fall nicht davon abhalten, so viel wie möglich an Wasser zurückzuhalten, weil das natürlich auch einfach in unserer Landschaft fehlt. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir das Beste bei rausholen. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die mir direkt im Chat hier zugestellt wurde. Wie sieht es aus mit Reisanbau auf Moorflächen in Deutschland jetzt hier? Theoretisch machbar oder schwierig?
Ja, also der normale Reis, Oryza sativa, wächst hier nicht. Oder der, das, da ist es hier bei uns nicht warm genug. Das ist dann eher so im mediterranen Bereich, dass der da noch wächst. Wildreis wäre eine Option, aber kenne ich jetzt hier aus Europa noch nicht so weit. Also es ist ja auch eher so eine nordamerikanische Kultur, wo man sich auch überlegen muss, ob man das jetzt hier auch aus Naturschutzgründen machen möchte. Aber prinzipiell wäre das eine Option, aber da muss man auch schauen, ob das auch so klimaverträglich ist, weil das natürlich diese, es ist keine Dauerkultur, Reis, das heißt, die müsste dann auch jedes Jahr neu etabliert werden, eingesät werden, und damit ist das die Frage, ob das so mit dem Torferhalt auch so umsetzbar ist. Alles klar, bedanke ich mich. Ich frage mal an den Udo Gattenlehner, gibt es von deiner Seite noch Fragen an die Referenten? Ja, unsere Zeit ist ja schon fortgeschritten. Vielen Dank, Michael, für die sehr interessante Frage- und Antwortrunde. Ich glaube, es kam herüber, dass Renaturierung ist möglich und Anpassung ist auch möglich. Aber wir müssen uns natürlich auch damit beschäftigen, dass wir den CO2-Ausstoß reduzieren müssen und die Landwirtschaft umgestalten. Sonst fressen diese berühmten Rebound-Effekte alle diese positiven Errungenschaften auf. Und letzten Endes ist es dann wahrscheinlich auch eine Diskussion, die in der Gesellschaft nicht so gern geführt wird, nämlich die der Resilienz und der Suffizienz, wollte ich sagen. Also wann ist genug auch mal genug? Also dieses ständige Wachstum ist natürlich auch etwas, was langfristig diese Erfolge im Naturschutz und in der Ökologie in gewisser Weise auffrisst. Ich würde Sie noch bitten, auch mit uns in Kontakt zu treten, nicht nur wegen dieser Studie, die Michael Bender erwähnt hat, wo wir natürlich sehr dankbar sind für Hinweise auf Untersuchungen, auf Erfahrungen, sondern ganz generell, weil wir an Netzwerke glauben, weil wir gerne den Austausch suchen. Wir würden die Beiträge, die Sie heute hören und sehen, auch mit Ihnen teilen. Das heißt, wir würden Ihnen einen Link zukommen lassen, wo Sie diese Beiträge dann auch nochmal ansehen können. Das heißt, die Präsentation als PDF. Und wie gesagt, Sie ermutigen uns auch weiter treu zu bleiben und mit uns in Kontakt zu bleiben. Dann würde ich vorschlagen, Michael, dann starten wir jetzt in die Pause. Wie erwähnt, werden Sie zwei Videos sehen können in der Pause. Ich würde Sie bitten, nicht aus dieser Zoom-Konferenz herauszugehen, sondern online zu bleiben, Ihr Mikrofon stumm zu halten und Ihr Video auszuschalten. Und wenn Sie wollen, natürlich Ihren Lautsprecher ausschalten während der Pause, wenn Sie gegebenenfalls durch den Ton der Videos gestört werden würden. Ansonsten würden wir sind so schön im Zeitplan, tatsächlich auch 15.30 Uhr dann ganz pünktlich wieder weitermachen und Ihnen jetzt auch die Möglichkeit geben, diese 15 Minuten Pause zu nutzen. Vielen Dank, schon dass Sie dabei sind. 123 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist, freut uns sehr, dass so viel Interesse da ist. Wir hoffen, dass Sie auch im zweiten Teil noch dabei sind und genießen Sie die Pause. Bis gleich. Und jetzt gibt es als Pausenvideo-Einleitung einen kleinen Beitrag aus Brandenburg. Mein Name ist Bas Spanjes. Ich arbeite beim Landesamt für Umwelt und ich beschäftige mich mit Moorschutz und Gewässerentwicklung. Es geht hier um Moorschutz. Das Land hat eine neue Förderrichtlinie, Pro-Moor-Richtlinie, und damit kann man Technik für die Bewirtschaftung von nassen Mooren finanzieren. Viele Moore in Brandenburg, die sind in landwirtschaftlicher Nutzung und die werden deswegen trockengelegt. So, Moorschutz ist sehr wichtig für den Klimaschutz, aber auch für den Naturschutz. Und wir versuchen jetzt, die entwässerte Moore wieder nass zu machen.
Mein Name ist Sebastian Petri. Ich bin Junglandwirt hier aus der Region. Ich bewirtschafte rund 250 Hektar reines Niedermoor, davon einen Großteil in Naturschutzgebieten. Wir stauen seit einigen Jahren das Wasser an, also wir machen den Wasserrückhalt, um die Moorflächen entsprechend feucht zu halten. Und mir ist es eben ein Anliegen, auch anderen Landwirten zu zeigen, dass man also auf feuchten Standorten wirtschaften kann, ohne das trockenlegen zu müssen, sondern dass man im Endeffekt seine Bewirtschaftungsform auch dem Standort anpassen kann und man damit im Endeffekt dann eben moorgerechte Bewirtschaftung macht, damit CO2-Einsparung hat, weil man das Moor nicht trockenlegen muss und gleichzeitig eben auch Erträge eben runterfahren kann, ohne da irgendwie Schaden zu verursachen. Sieben Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland sind Moorflächen. Das sind entwässerte Moorflächen, auf denen Landwirtschaft stattfindet. Obwohl es nur 7% der Fläche sind, werden dort mehr als 30% der Emissionen in der Landwirtschaft verursacht. Das Problem entsteht durch die Entwässerung und lässt sich gleichzeitig auch wieder lösen, indem man den Wasserstand anhebt. Neben der Erntetechnik benötigt man aber auch angepasste Verwertungsverfahren, weil andere Biomasse produziert wird als bisher. Ja, ich bin Aldus van Weere. Ich bin, wie man hören kann, Niederländer. Ich bin durch Bas Spaniers gefragt, um heute auch einen kleinen Beitrag zu liefern, weil ich einer der wenigen bin, die das, was hier heute gezeigt ist, das Mähen von Biomasse auf wiedervernässte Mooren. Ich mache was mit dieser Biomasse. Ich versuche mit dieser Biomasse Produkte zu entwickeln. Hintergrund von alles war, dass ich ein Haus an der Ostsee gekauft habe und das Haus sollte nachhaltig isoliert werden mit möglichst ökologische Baumaterialien. Und dann habe ich entdeckt, ein rohrkommend Isoliermaterial gab. Dann habe ich gedacht, dann mache ich da mal Einblasdämmung drauf. So, das hat sich ergeben, dass das hier eine wunderbare Isolierung ist. Das Gute ist, es rottet nicht, weil diese Pflanzen halt im Wasser wachsen, sind die dafür gewappnet, nicht zu rotten durch ein hohes Anteil an Gerbsäure. Und das kommt natürlich in der Isolierung auch zugute. Im Sommer, wenn die Heizung aus ist, wird er feucht. Im Winter, wenn die Heizung an ist, wird er wieder trocken und passiert nichts. Also es ist nagetiersicher und durch den hohen Gerbsäureanteil ist es auch ziemlich feuerfest. Wir machen aus den Rohrkolben kleine Häckselschnipsel. Wir können die Häckselschnipsel aber auch durch einen Extruder schmeißen. Und wir kriegen diese Fasern. Aus diesen Fasern können wir solche Taco-Schälchen herstellen. Aber die Fasern lassen sich auch verarbeiten. Zum Beispiel ist das hier von dem gleichen Heu, was wir da so hinten sehen, was heute gemäht worden ist auf dieses Projekt. Das ist Nasswiesenheu, durch die Firma Selfo in einem Extruder produziert. Das sind diese Fasern, die hier liegen, mit Wasser vermischt, leicht gepresst, ohne Bindemittel. Also wir reden hier über einen Bauplatte, eine Faserplatte, die ohne Bindemittel hergestellt ist. Wenn man das mit Holz macht, dann hat man die berühmte OSB-Platte. Die OSB-Platte hat immer 4-6% Isocyanat, das ist ein Polyesterkleber. Und die ist ja nicht so gesund. Also das hier ist super gesund. Die Zukunft ist natürlich, dass wir biobasierte Sachen haben und eine zirkuläre Wirtschaft, ein Kringlauf, dass alles, was wir einmal benutzt haben, auch wieder in die Natur zurückgeworfen werden kann, ohne dass es Schaden anbringt. Also im Prinzip sind solche Baumaterialien kompostierbar. Und das ist natürlich das Beste. Also mit den Projekten, also auch gerade mit dem Moorschutz, das sind in die Zukunft gerichtet Projekte, weil wir wissen, mit dem Klimawandel werden wir vor neuen Herausforderungen stehen. Und Moore sind da ganz klar die Stellschrauben, an denen wir jetzt noch was machen können. Und dahingehend werden wir gesamtgesellschaftlich auch entscheiden müssen, ob wir das wollen, ob wir den Moorschutz vorantreiben wollen. Wir bringen dezentrale Konzepte wieder mit rein. Wir wollen regionale Kreisläufe stärken und dadurch auch Naturschutz stärken natürlich, weil Moorschutz auch in einigen Bereichen zum Naturschutz beiträgt, also diese spezifische Biodiversität, die wir dadurch fördern. Und natürlich auch in Einbeziehung unserer Projektpartnerinnen, Landwirtinnen und Landwirte, dass man gemeinschaftlich quasi neue Konzepte erarbeitet.
Mit der moorschonenden Stauhaltung stellt Brandenburg gerade noch den Pionier dar. Diese Maßnahme moorschonende Stauhaltung gibt es in Deutschland noch gar nicht. Und deswegen hat Brandenburg die Chance, jetzt da Vorreiter zu sein, die Vorreiterrolle als moorreiches Bundesland, quasi Vorbild für andere Bundesländer zu sein und da den Moorschutz voranzutreiben, deutlich CO2 einzusparen und da auch die Gesellschaft mitzunehmen und zu zeigen, hier als Leuchtturmprojekt, so kann es funktionieren und so kann man quasi auch dem Klimawandel etwas entgegensetzen und neue Anpassungsstrategien zusammen entwickeln. Ja, soweit vielleicht die Einführung zur Pause. Bald gibt es noch ein kleines Video zum Ausschleichen der Pause, aber ich wünsche trotzdem eine gute solche. Michael, wie geht's dir sonst so? Geht so. Jürgen, grüß dich. Hallo. Und du? Aus irgendeinem Grund kann man jetzt zuschalten. Alle durcheinander jetzt. Kein Problem, wenn jeder reinreden kann, ist ja auch nicht schlecht. Ja, hier ist alles schick. Aber bei uns ist ein Mischwetter, Schnee. Ah. Es ist ungemütlich, kalt, April. Habt ihr zum Thema Klima und Chiemsee auch irgendwas auf Lager? Oder? Na, beim Netzwerktreffen dann. Hallo Silke. Hallo, ich habe Jürgen. Hallo ihr drei, braucht ihr keine Pause mal zwischendurch? Na, hallo Thomas, mit der Brille habe ich dich gar nicht erkannt. Ja. Das geht besser. Der Zahn der Zeit. Pause ist schon okay, aber ich meine, jetzt kann man ratschen, weil sonst kann man das Mikro ja nicht zuschalten. Stimmt. Ich finde den Austausch gut, auch mit, also jetzt auch mit dem Moorschutz und so. Und, ja, und ich staune ja doch, dass das irgendwie so ganz, dass wir doch irgendwie alle so das Gleiche erkannt haben, fast so. Also mal gucken, was die anderen noch erzählen. Sehr gut. Was gibt sonst Neues? Allgemein. Darf ich euch grüßen von der Donau? Ach, du schon wieder. Am Tag des Wassers. Sehr gerne. Ich hab die Forderung reingestellt, 5 Milliarden Euro aus dem Recovery Fund. Deutschland hat knapp 23 Milliarden dafür gekriegt. Das meiste soll für den Green Deal, für Klimaschutz verwendet werden und Klimaresilienz. Was gibt es Besseres, als die Moore, die Flüsse und die Auen damit zu schützen? Und wenn wir bis 2030 oder 50 was erreichen wollen, dann müssen wir klotzen und nicht kleckern. Also lieber 5 Milliarden verlangen als 50 Millionen, sage ich. Ach, kriegst du da nicht genug. Hallo Volker. Schön übrigens, dass ihr die Donau-Leute, Donau-Delta in das Donau-Manifesto mit rein, in das Flussauen-Manifesto mit reingekriegt hast. Das ja, das war schön. Die Petruzza, die hat sich gefreut, dass das Donau-Delta dabei ist. Michael, du solltest das andere Video jetzt starten, sonst kommen wir zeitlich nicht hin. Das andere Video müsstest du starten. Ach, ich? Ah, ja, dein Video kommt jetzt. Ah, ich dachte, ihr habt es auch aufgenommen, aber ich kann es starten. Moment. Nee. Das Living Lakes müsste von dir kommen. Ja, das war mir nicht klar. Ich dachte, ihr macht alles.
Also wir sehen uns ein paar Wochen. Die Betty hat Termine rumgeschickt. Ja, ja, ich habe es schon hier. Ja. Udo, alles klar? Du reagierst auf den Chat nicht. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Tut mir leid. Okay, dann... Ach, Moment, ich habe. Ist jetzt sichtbar? Also man sieht das Video, aber man hört keinen Ton. Ja, ich habe es eigentlich angeklickt. Das ist komisch. Der Ton ist nicht zu hören. Ja, es ist auch nur Musik, insofern ein bisschen schade, dass die jetzt nicht hörbar ist. Ich habe es eigentlich Tonübermittlung angeklickt, aber es könnte daran liegen, dass ich es jetzt vom Terminal-Server gestartet habe. Aber es ist komplett nur mit schriftlichem Text. Ja, da gab es jetzt leider bei dem Video ein technisches Problem. Das tut mir leid. Da haben wir nicht ganz so sehen können, wie wir es gerne hätten. Aber wir machen, dass wir nicht in Zeitverzug kommen, dann jetzt mit unserem Programm wie geplant weiter. Es war ja auch eher fakultativ in der Pause etwas zu zeigen. Also dann willkommen zurück. Ich sehe, dass wir immer noch die gleiche Teilnehmerzahl haben. Schön, dass alle dabei geblieben sind. Wir haben jetzt einen zweiten Block, wie erwähnt, wo wir sehr stark auch diese Living Lakes Perspektive einnehmen. Wir beginnen mit der Frau Dr. Reck-Nied vom Landkreis Plön, auch vom Wasserotter Mensch e.V. und werden das Seenbeobachtungsprogramm des Kreises Plön vorgestellt bekommen und dort natürlich auch einiges erfahren über die Seen der holsteinischen Schweiz, die ja in diesem Jahr die lebendigen Seen des Jahres sind. Und den Plöner See kennt man vielleicht noch, den Ukleisee oder den Dieksee hier im Süden vielleicht nicht so. Und wir sind gespannt, Frau Reck-Nied. So, Sie müssten Ihren Bildschirm teilen und dann kann es losgehen. Ist hier auf Präsentationsmodus? Ja, da, Präsentation da drauf. Ja. Guten Tag in die Runde. Ich hoffe, man kann mich hören. Jawohl, sehr gut.
Ja, sehr gut, danke schön. Also danke schön, dass ich hier über unser Seenbeobachtungsprogramm berichten kann. Das Seenbeobachtungsprogramm wurde vor 30 Jahren auf Initiative des Max-Planck-Institutes ansässig in Plön, damals noch für Limnologie, gestartet. Und ich habe das in meinen Aufgabenbereich bekommen. Ich habe auch an dem Institut promoviert und ich habe es in meinen Aufgabenbereich bekommen im Rahmen meiner Arbeit im Umweltamt der Kreisverwaltung Plön. Und seitdem sind 30 Jahre vergangen. Das Programm läuft immer noch mit vielen engagierten ehrenamtlichen Helfern, Messstellenbetreuer, Betreuerinnen. Und nun bin ich in Ruhestand gegangen seit etwas über einem Jahr. Und ich freue mich, dass der Verein Wasser, Otter, Mensch die Trägerschaft für das Programm übernommen hat und dass die ehrenamtlichen Betreuer, Betreuerinnen mitgekommen sind. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Sichttiefenvergleich vorstellen. Und zwar haben wir ja den Jahrhundertsommer 2003 gehabt und in der Folge weitere Spitzensommer mit Dürre. Keine Präsentation sehen im Moment. Keine Präsentation. Nein, es ist nicht sichtbar. Wir sehen nur dich. Was soll man denn da machen? Ja, das ist Bildschirm freigeben. Unten der kleine grüne Button, also der nach oben zeigt. Ja, ich bin jetzt gerade im Präsentationsmodus. Die werde ich dann beenden, die Präsentation. Und wo ist der kleine Pfeil? Präsentation nicht beenden, sondern Bildschirm freigeben und ja, die Präsentation auswählen. Bildschirm freigeben. Hast du das nicht gemacht? Wo war das? Oder soll ich einfach Ihre Präsentation freigeben? Moment. Okay. Nähern wir uns jetzt. Wir sehen noch nichts. Da ist Bildschirm freigeben. Ist er jetzt frei oder nicht? Sehen Sie jetzt? Nein, wir können nicht sehen. Mhm. Sonst machen wir das hier von... Ja, gerne. Ja, und dann müssen wir durch die ersten Folien ein bisschen schnell durch, sonst läuft uns die Zeit weg. Ja. So, jetzt. Jetzt Präsentationsmodus, da sind wir schon gewesen. Jetzt möchte ich Ihnen, wie gesagt, die Sichttiefenvergleiche darbieten von den Sommern. Das Seenprogramm 91 gestartet, seit 30 Jahren, und wir sehen hier in den letzten Jahren und 2003 in etwa die Temperaturverhältnisse. Das waren schon besondere Zeiten. Hier haben wir den Aufbau des Seenmonitorings gestartet, 91. Und was interessant ist, 44 Seen, ein Teich. Von den 44 Seen ist ein Drittel größer als 50 Hektar, eben zwei Drittel sind kleiner und unterliegen nicht der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Wasserproben werden einmal jährlich gezogen, in kurzen, also möglichst zeitparallel, damit die Witterungsverhältnisse vergleichbar bleiben, weitestgehend. Und auf die üblichen Parameter wie Nährstoff und so weiter untersucht von anerkannten Laboren. Hier sehen wir den Kreis Plön, die dunkel gekennzeichneten Gewässer sind die Gewässer, die in unserem Seenprogramm beobachtet werden. Ja, müsstest du uns noch sagen, wann die Folien weitergemacht werden müssen, ne? Ach so, ich bin schon am Weiterbewegen. Ist mir lieber, wenn ich das mache. Geht das? Das geht nicht, nein. Ja, also dann könntest ihr weiterschalten. Ja, das ist nur doof. Einfach immer weiter und nächste Folie. Und dann. Wo bist du denn jetzt? Auf welcher Folie? Das macht die Ramona. Wir sind jetzt hier. Du müsstest ja unseren Bildschirm sehen eigentlich. Ich habe ja. Könntet ihr denn schalten bitte, wo wir den Kreis Plön sehen mit den schwarz gekennzeichneten Seen? Ja, da bin ich jetzt. Ja, kann ich jetzt selber weiter? Nee. Nee, das geht nicht, weil wir ja. Ja, okay, genau. Kapiert. Aber dann gerne die nächste Folie. Welche? Also da, wo jetzt die schwarzen... Jetzt haben wir, genau, jetzt sehen wir die schwarz gekennzeichneten Seeflächen. Das sind die über 40 Seen, die im Seenprogramm beobachtet werden. Denn gerne weiter. Jetzt sehen wir die Flächenanteile im Kreis Plön. Ja, gerne die nächste Folie. Hauptaufgabe im Ehrenamt. Ach, jetzt sehe ich die wieder nicht. Dann mach das selbst weiter. Okay, Flächenanteile im Kreis Plön, da soll daraus hervorgehen, landwirtschaftliche Flächen 73%. Das heißt, die meisten Seen liegen schon im landwirtschaftlichen Einzugsgebiet. Denn die nächste Folie gerne. Jetzt sehen wir die Erfassung der Sichttiefen, wird durchgeführt von ca. 40 ehrenamtlichen Messstellenbetreuern. Ja, genau. Und diese Methode ermöglicht weltweit und zeitalterüberschreitend einen Datenvergleich trotz eingeschränkter Objektivität. Und die erste veröffentlichte Sichttiefe stammt aus dem Jahre 1705.
Und die so erfasste Sichttiefe dient als Maß für die Trübung des Wassers. Und die Trübung beruht in unserer Region primär auf Entwicklung der Algenbiomasse. Und die Sichttiefe erlaubt auch im gewissen Maße Rückschlüsse auf die Nährstoffsituation. Weiter gerne. Ach so. Ja, die ehrenamtlichen Betreuer, habe ich Ihnen schon berichtet, sind Seeeigentümer, Anlieger, Angehörige der Bundeswehr und Mitglieder aus 13 Vereinen. Denn gerne weiter. International anerkannt wurde unser Seenprogramm dadurch, dass das NOAA-Institut, National Oceanographic and Atmospheric Administration der USA, 34.000 Sichttiefen aus unserem Seenprogramm als für die Zukunft relevante Daten in ihr Programm aufgenommen hat. Nächstes bitte. Professor Lampert, Direktor des Max-Planck-Institutes, hat die Sichttiefen ausgewertet, statistisch von 1991 bis 2010. Und sein Resultat ist unter anderem auch beispielsweise wurde über allen Seen in 2003 die niedrigsten Sichttiefen der 20 Jahre gemessen. Und ich möchte Sie einladen, die aktuellen Sichttiefen der letzten 3 Jahre eben mit diesen Sichttiefen aus dem Jahr 2003 zu vergleichen. Haben wir das nächste Bild jetzt? Jetzt ja. Hier seht ihr, ja, das ist unser Seenprogramm, hat eine eigene Internetseite, Seentransparent. Und wenn wir jetzt hier auf Seen drücken, dann kommen wir, wenn wir bitte weiterschalten, auf das nächste. Da können wir jetzt wieder anklicken, Bodkamper See. Da möchte ich Ihnen was zu den Sichttiefen des Bodkamper Sees berichten. Gerne die nächste Folie. Haben wir den See? Ja. Bodkamper See ist das Beispiel eines Flachgewässers, unbeschichtet, die Größe 1,376 Quadratkilometer, mittlere Tiefe 1,6 Meter und die maximale Tiefe 3,16 Meter. Die nächste Folie bitte. Hammer. Hier habe ich Ihnen jetzt aufgetragen, die Sichttiefen, so wie sie auch im Internet abrufbar sind. Und zwar haben wir links in Meterangabe mit zunehmender Meterzahl zunehmende Sichttiefe. Und dann haben wir hier oben die Kalenderwochen. Hier unten können wir nach und nach, wie gewünscht, die Jahrgänge anklicken. Und da sehen wir, dass eben die Jahrgänge, dass 2020 weitaus größere Sichttiefen hat als 2003, diese gelbe Kurve, oder 2018, 2019. Wollen wir die nächste uns anschauen? Haben Sie jetzt alle Sichttiefen? Jetzt ja. Oh ja. Oh. Dankeschön. Alle Sichttiefen und das sind halt Sichttiefen über 30 Jahre an diesem ungeschichteten Gewässer. Und hier diese, einen Moment, sieht man denn, wenn ich hier den Laserpointer nehme? Auch nicht, ne? Nee. Hier sehen wir in den Sommerwochen diese braune Linie hier unten, das sind die Sommersichttiefen 2020. Wir sehen, dass sie unerreichbar sind und in den ganzen Jahren zuvor nicht annähernd erreicht wurden. Aber 2020. Dann gern die nächste Folie. Hier ja. Können wir wieder sehentransparent.de. Genau, und hier können wir wieder oben Sehen anklicken. Da wollen wir uns jetzt den großen Plöner See anschauen. Das ist, der ist ja hier auch unten hervorgehoben farblich. Bitte eins weiterklicken zum Foto. Sind wir da? Dankeschön. Der große Plöner See ist ein stabil geschichtetes Gewässer. Größe der Wasserfläche über 29 Quadratkilometer. Die mittlere Tiefe beträgt knapp 13 Meter, die maximale Tiefe 56 Meter. Und nun wollen wir kurz die Sichttiefen betrachten. Auf der nächsten Folie bitte. Ja, da sehen wir wieder unser bekanntes Schema, XY-Achsen und so weiter. Und da haben wir oben die Kurve 2003, die ja 20 Jahre lang das Jahr mit den geringsten Sichttiefen war. Und da haben wir zum Beispiel eine geringe Sichttiefe von 1,80 Meter in der 32. Kalenderwoche. Wenn wir jetzt weiterschalten, sehen wir das im selben Zeitraum. 2020 4,20 Meter sind. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, der jetzt ein bisschen unterschätzt wird, weil jetzt ein anderer Maßstab da ist, sozusagen im tiefen Verhältnis. Und auf der nächsten Kurve, bitte,
Da sehen wir das, denn die Jahrgänge 2018 und 2019, die sind praktisch angesiedelt in dem Bereich zwischen den niedrigen Sichttiefen 2003 und den großen Sommersichttiefen von 2020. Und dann bitte die nächste Folie. Das ist die, wo jetzt alle Kurven der letzten Jahre im Vergleich sind. Und wir sehen eben 2020 die große Sichttiefe 2003 sehr viel geringer und die zwei weiteren Dürrejahre liegen dazwischen. Die nächste Kurve bitte. Hier sehen wir jetzt 30 Jahre Sichttiefen großer Plöner See im wöchentlichen Abstand erfasst. Und da sehen wir unten hier im Sommer, ich kann es Ihnen ja leider nicht zeigen, sehen wir die braune Kurve, also die großen Sichttiefen von 2020 wurden nie in den 30 Jahren zuvor erreicht. Bitte die nächste Kurve, Darstellung, Folie. Sichttiefenvergleich. Ja, und zwar Sichttiefenvergleich, wie besprochen, kurz zusammengefasst. Die Sichttiefen in den Hitze-Dürre-Sommern 2003, 18, 19, 20 zeigen extrem gegensätzliche Tendenzen. Im Sommer 2003 wurden die geringsten Sichttiefen und im Sommer 2020 in mehreren Seen die größten Sommersichttiefen erfasst seit Start des Monitorings vor 30 Jahren. Und diese gegensätzlichen Reaktionsmuster der Sichttiefen treten gleichermaßen auf in Flachseen, wie zum Beispiel dem Bootkampersee, wie gesehen, sowie auch im tiefen, stabil geschichten Seen, wie zum Beispiel dem großen Plönersee, den Sie ja auch hier gemeinsam mit mir besucht haben. Und selbst bei optimalen Licht- und Temperaturverhältnissen stellen sich nur unter der Voraussetzung einer optimalen Nährstoffsituation hohe Algendichten mit geringen Sommersichttiefen ein. Und ein tendenzieller Zusammenhang der während der Herbstfortzirkulation festgestellten Nährstoffkonzentration auf den Sichttiefenverlauf im Sommer konnte nicht festgestellt werden. Dann bitte die nächste Folie. Zum potenziellen Nährstoffeintrag. Ja, und für die nach 20 Jahren Seenbeobachtung wurde mal eine Analyse erstellt, wie sich die Sichttiefen und die Witterungscharakteristika in Deckung bringen lassen oder auch nicht. Ein Zusammenhang wurde versucht zu erstellen. Und es wurde festgestellt, dass Niederschläge in zeitlicher Nähe zur ersten Grunddüngung der Landbewirtschaftung, sie scheinen über erosionsbedingte Stoffeinträge eine Abnahme der Sommersichttiefen zu bewirken. Schwerpunktmäßig in der ersten Märzdekade scheinen Anteile der ausgebrachten Düngung durch Niederschläge, insbesondere nach vorausgehender Trockenphase, mobilisiert und über noch gut ausgeprägte Furchen vom Acker abgeschwemmt und in Gewässer eingetragen zu werden. Und erst Wochen nach dem Eintrag liegt das Phosphat denn in einer bioverfügbaren Form transformiert vor und kann sich erst dann im Sommer auf ein verstärktes Algenwachstum auswirken. Gerne die nächste Folie. Schlussfolgerung. Danke. Also Schlussfolgerung, Dürresommer wirken sich primär anscheinend eher positiv auf die Seen aus in Form von großen Sommersichttiefen. Erst Niederschlagsereignisse verbunden mit einem verstärkten Eintrag von Nährstoffen können zu einer Erhöhung der Algenbiomasse mit den bekannten negativen Auswirkungen auf das Ökosystem See führen. Über die langen Reihen von Sichttiefen seit 1991 können für die im Monitoring einbezogenen Seen Konsequenzen als Folgen des Klimawandels besser abgeschätzt und konkrete Auswirkungen auf eine bestimmte Region vorhergesagt werden. Individuelle Schutzmaßnahmen an den Seen und in den Einzugsgebieten können gezielt konzipiert werden. Und bitte die letzte Folie, die vorletzte. Ich möchte natürlich, haben Sie Danke? Ich habe Danke. Wir alle sind Danke. Ich möchte natürlich auch in diesem Rahmen betonen, dass diese ganzen, Sie haben die vielen, vielen Sichttiefen gesehen, die vielen Wochen in 30 Jahren an vielen Seen, das sind ehrenamtliche Messstellenbetreuer, Betreuerinnen und denen gehört natürlich unsere Anerkennung und Dank, weil ohne die könnte man das gar nicht jetzt sozusagen als Umweltgedächtnis nachvollziehen. Und auf der letzten Folie angekommen. Ja. Möchte ich Danke sagen für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich besonders bei Ihnen, dass Sie mir geholfen haben, die Folien weiter zu bewegen. Dankeschön. Ja.
Herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich denke, da liegt natürlich auch eine sehr profunde Datengrundlage vor über so viele Jahre. Sicher wäre es auch mal interessant, die Sichtlichten dann auch im Vergleich zu sehen oder im Kontext dann auch vom Gesamtphosphor oder Gesamtstickstoff. Bitte, wenn Sie Fragen haben, wieder in den Chat schreiben. Wir machen es wie in der ersten Runde, dass wir wieder eine Frage- und Antwortrunde dann am Ende machen, die Michael Bender wieder moderieren wird. Wir machen dann gleich weiter mit dem nächsten Beitrag in diesem Blog von Silke Röldorf, landnutzungsbedingte Probleme von Seen unter dem Einfluss von Klimawandel, wahrscheinlich sehr stark auch mit dem Blick unter Wasser. Ich hatte es gesagt, Naturschutztaucherin aus Leidenschaft, und da folgen wir gerne sozusagen unter den Wasserspiegel. Silke, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich heute unser Projekt, dass ich heute hier sprechen darf zum Seenschutz und zum Klima. Und ich bin Sprecherin des Bundesfachausschusses Lebendige Seen beim NABU und Ressortleiterin Naturschutz beim Verband Deutscher Sporttaucher. Und ja, mein Hobby hat zur Folge, dass ich halt sehr viel unter Wasser bin und auch deutschlandweit weit über 100 Seen schon gesehen habe unter Wasser. Also dann waren es auch meistens immer noch die besseren Seen sozusagen. Und das Bild, was Sie jetzt sehen, das ist das Bild. So sehen die meisten Seen in Deutschland aus, sehr starke Algenbildung, ein Rest von irgendwelchen Wasserpflanzen. Also es ist, deutsche Seen sehen unter Wasser meistens gruselig aus. Wir haben 2008 hatten wir ein Forum, das hat das IGB ausgerichtet, zusammen mit unserem Förderverein hier im Stechlinseegebiet, ökologische Folgen des Klimawandels. Und damals hatten Frau Vohland und ich einen Vortrag zum Klimawandel, also wie der halt, wie wir damit umgehen wollen in der Managementplanung im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land. Ich habe mir am Wochenende dieses Paper vorgeholt und gelesen und war dann doch ziemlich frustriert, dass alles, was wir eben in der Modellrechnung gesagt haben, ist auch eingetroffen. Die Jahresmitteltemperaturen sind angestiegen, die Jahresniederschläge sind zurückgegangen, die klimatische Wasserbilanz ist dramatisch und auch das verfügbare Bodenwasser ist sehr stark zurückgegangen. Also die letzten zwei Jahre, die Forst jammert wirklich, dass in 1,70 Meter Tiefe noch immer sehr viel Trockenheit herrscht und die Bäume sterben oder mit Kalamitäten betroffen sind. Dieses Paper ist bei uns auf der Seite NABU Naturschutztauchen abrufbar bei Veröffentlichungen. Aus diesem Vortrag von damals habe ich zwei Folien mitgebracht. Das waren damals die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Herr Neuenkirchen hat es heute auch schon gesagt. Sie gilt ja immer noch. Und es war damals ein frisches Papier. Und wir haben heute auch schon ganz viel über Moorschutz gesprochen. Und ich fand auch die Darstellung von Frau Abel sehr interessant, weil ich habe halt festgestellt, wir haben auch hier bei uns im Stechlinseegebiet Moore vernässt, aber wir haben ja nur ganz kleine Moore. Und die großen Moore haben wir ja gesehen auf der Karte von Frau Abel. Und der Anspruch zwischen, also die Kluft zwischen Anspruch und Realität wird immer größer. Und wir müssen einfach anfangen, unseren Moorschutz umzusetzen, um wirklich diese Ziele zu erreichen, um diesen Klimawandel aufzuhalten. Und genau, und das Wassermanagement muss eben auch entsprechend so geführt werden, dass die Wasserrahmenrichtlinie erfüllt wird und dass die Moore und Seen durch Wiedervernässung mehr geschützt sind. Und die Strategien für unseren Pflegeentwicklungsplan waren im Wesentlichen, dass wir in den Seen oder Gewässern die Nährstoffe reduzieren und die Binnenentwässerungsgebiete, Herr Neukirchen hat es heute auch schon gesagt, die müssen wiederhergestellt werden. Wir haben oft entwässerte Zustände, von Ende der 80er Jahre wurden dort große Vorfluter gebaut und diese entwässerten Zustände werden nach wie vor als der Ist-Zustand auch in der jetzigen Zeit jetzt voll dargestellt. Ich habe mal mitgebracht vom Umweltbundesamt Zustand der Seen in Deutschland, das sind die meldepflichtigen Seen, also berichtspflichtigen Seen größer 50 Hektar. Das sind insgesamt 732 Seen, die da alle 5-6 Jahre regelmäßig untersucht werden. Und 2010 war man der Meinung, dass man bis 2015 zur ersten Zielerreichung, dass man 30,8% in einen guten Zustand dieser berichtspflichtigen Seen führen könnte. Dann waren es aber 2015 nur 26,4%, die man geschafft hatte bei den Seen größer 50 Hektar. Und Brandenburg hatte 2015 nur 15,3 geschafft mit einem Anteil von 190 Seen. Mecklenburg hat 17% geschafft mit einem Anteil von 202 Seen. Und wir haben jetzt noch 6 Jahre bis 2027 bis zur nächsten Zielerreichung. Da sollen alle Seen, nicht nur diese größer 50 Hektar, sondern auch alle anderen Seen in einen guten Zustand überführt werden. Und wir befinden uns momentan weiter denn je von, also wir haben damals angefangen, diese Wasserrahmenrichtlinie umzusetzen und wir sind weiter entfernt von dem Ziel als zu Beginn dieser Kampagne. Und dazu kommt auch noch, dass wir in Deutschland haben wir offiziell 12.500 Seen
größer 1 Hektar, aber in Wirklichkeit, wir haben es einfach mal uns auch von den Ländern geben lassen, wenn das 25.000 Seen größer 1 Hektar, weil die ganzen Kiesseen und viele künstliche Gewässer nicht mitgerechnet werden. Und auch die Braunkohl-Tagebaureste, das sind 16.000 Hektar in Sachsen und Brandenburg, die nicht sauer sind, das ist ein Geschenk, das ist ein Verhältnis nach der Stunde Null, nach der Eiszeit, das sind nährstoffarme Gewässer mit einer sehr hohen Biodiversität, ich bringe das nachher nochmal. Und wir müssen diese Seen genauso behandeln wie die natürlichen Seen. Und die untere Makrophytengrenze, wir haben jetzt eben sehr viel von Sichttiefen gehört, was ich einen sehr wichtigen Wert finde, was Frau Rieck Miet uns vorgestellt hat. Aber beim Tauchen geht es immer um die untere Makrophytengrenze. Das ist die letzte Pflanze in der Tiefe, die noch wachsen kann, wenn genug Licht nach unten fällt. Und das ist ein Profil aus dem Stechlinsee aus den 60er Jahren. Und da hat der Krauscheid mit dem Krautanker den ganzen See beprobt und sein Anker hörte aber bei 19,5 Meter auf und hat da eine tolle Pionierarbeit geleistet. Momentan sind wir bei 5 Meter ungefähr untere Makrophytengrenze und Sie können ja sehen, was der See schon alleine durch das Ansteigen der untere Makrophytengrenze, weil die Sichtverhältnisse schlecht sind, an Wasserpflanzen verloren hat. Das ist sehr, sehr dramatisch als solches. Und ich habe das mal in Grafiken mitgebracht. Alles, was hier nicht blau ist, also was hier rot, orange, gelb, grün ist, das sind die einzelnen Schritte, wie sich die von den 60er Jahren hin die untere Makrophytengrenze zurückentwickelt hat. Und aktuell 2019 ist es so, wir haben eine UMG bei 5 Meter. Wir haben einen Flachwasserbereich, der geht ungefähr bis 2 Meter, das ist das Hellgrüne, mit einer Vegetationsbewachsdeckung mit 10%. Und die Mittelgesellschaft hat ungefähr eine Bedeckung von 45% und auch meistens auch gar nicht mehr lebensraumtypische Arten. Und in der Gesamtbilanz ist es dann so, wir hatten ursprünglich im Stechlinsee 208 Hektar Wasserpflanzen, der See hat 425 Hektar und wir haben momentan anhand der UMG noch 85,9 Hektar Wasserpflanzen. Und wenn wir dann die Fehlstellen, also die 10% im Flachwasserbereich und auch die 50% in der Mittelgesellschaft abziehen, dann haben wir momentan noch 40 Hektar Wasserpflanzen im Stechlinsee. Das sind 20% von dem, was mal dort vorhanden war, also mindestens. Genau. Das Ganze haben wir auch untersucht. Wir haben einen Versuchsaufbau gemacht mit Käfigen und konnten sehr gut auch rausarbeiten, dass Bentivore-Fische eine große Rolle spielen im Stechlinsee, gerade auch im Flachwasserbereich, weil da fehlen ja auch die Pflanzen. Also okay, die haben jetzt bei 4 Meter gestanden, die Käfige. Im Flachwasserbereich sieht man das auch so, dass da eben die Pflanzen fehlen und konnten feststellen, dass wenn wir die großen Fische, blühenden Fische ausschließen, dass dann die lebensraumtypische Vegetation wächst. Das ist aber ein Versuchsaufbau gewesen, genau. Und es ist also nachzulesen, auch auf unserer Seite naru-naturschutztauchen.de, bei Veröffentlichung ist die Publikation dazu, zu den Bentivorenfischen. Genau, und Makrophyten, es ist unsere Position, das gilt für alle Seen, sind nicht nur Opfer, sondern sie sind immer Teil der Lösung. Und wir müssen dafür sorgen, dass Pflanzen wieder wachsen können in den Seen. Und denn sie sind Nahrung und Lebensraum für Fische und auch für Wasserinsekten. Sie geben wuchshemmende Stoffe ab und verdrängen somit das Phytoplankton, also um selber Licht zu haben. Sie konkurrieren mit dem Phytoplankton und die Nährstoffe. Und sie verbinden dann das Aufwühlen der Nährstoffe durch Wind oder durch Fische oder sie dann da auch das Freilösen der Sedimente. Und umgedreht, also das, weil das einfach so wichtig nochmal ist, also was es eben heißt, wenn keine Wasserpflanzen da sind, zähle ich jetzt nicht nochmal auf. Das ist dann für Sie in der Folie mit drin. Und das ist auch nochmal ein Flachwasserbereich aus dem Stechlinseegebiet. So sieht es im Frühjahr aus, wenn dann die Fische auf Nahrungssuche sind. Also die Bentivorenfische, das sind die, die im Sediment nach Nahrung suchen. Genau. Und dann, wenn wir tauchen unterwegs sind, das ist zum Beispiel der Scharmützelsee, dann bist du unterwegs und hast dann auf einmal solche Mondlandschaften und fragst dich, was ist denn da los? Und dann steckst du den Kopf aus dem Wasser und dann hast du halt so eine Angelstelle. Und habe ich recherchiert. Es gibt leider nur Zahlen von 2010, dass es 3 Millionen Angler in Deutschland gibt und dass sie insgesamt 24.000 Tonnen Futtermittel verwenden. Und dass es aber einzelne Angler gibt, die mehr verwenden. Und hier ist eben auch nochmal ganz wichtig, dass man mit dieser Gruppe, das machen wir auch in unserem Projekt Naturschutz tauchen, dass wir wirklich seespezifisch auf die Angler zugehen und auf die Eigentümer und Gemeinden und darüber sprechen, dass das eben Fischbesatz ein großes Problem ist und dass das Füttern ein großes Problem ist. Und gerade auch der Karpfen ist in vielen Seen in Deutschland immer noch erlaubt. Und wird in den anderen Seen, wo es nicht erlaubt ist, illegal besetzt. Also wir sehen auch zunehmend, dass auch Graskarpfen besetzt werden beim Tauchen, weil das dann alles abgefressen ist.
Und seine Einführung hat eben zur Folge, dass Pflanzen halt rausgewühlt werden und dass sie eben, die Karpfen gefüttert werden, dass dann eben dadurch Nährstoffeinträge kommen. Und er gehört, ist auf Platz 31 der problematischen invasiven Arten der IUCN in weltweit und es wird als sehr problematisch angesehen. Und so sehen dann die Seen aus als solche und dann genau mit solchen Fotos gehen wir dann auch immer zu den Anglern. Also du hast sehr viel alte Futterstellen oder Algenbildung, also es ist sehr unangenehm, kann es sein. Und auch als Taucher, da möchte man auch gar nicht mehr unter Wasser bleiben. Und wir klären halt auf und auch dieses Schild, das steht schon an vielen Gewässern, wo wir dann mit den Anglern gesprochen haben. Und sie sind dann auch selber erschrocken und sagen, also dass sie mehr darauf achten, dass in ihrem Verein das anders gehandhabt wird. Genau. Dann haben wir ein zweites Thema. Herr Neuenkirchen hat es heute schon gesagt, das mit dem Landschaftswasserhaushalt. Es gibt natürlich die Aufzeichnung erst seit den 50er Jahren. Ich habe hier eine Postkarte von 1920. Da hat der Petschi einen hohen Wasserstand. Und hier hat der Petschi, der gleiche See, das ist jetzt, weiß ich, 5 Jahre alt, einen niedrigen Wasserstand. Und wenn man sich das genau anguckt, dann fehlen ihm fast 2 Meter. Also dann ist hier diese trockengefallene Ufer und dann kommt nochmal so eine Krautschicht und dann sind hier oben erst die Kiefern. Und das hat zur Folge, weil es so ein tiefer Rinnensee ist, dass denen mal ganz schnell so ein Drittel Wasser fehlen kann, so ein See. Und das hat aber auch zur Folge, das hat Herr Neuenkirchen heute auch gesagt, dass dann die angrenzenden Moore und auch Frau Arian hat es gesagt, dass die dann in die Seen entwässern. Und das hat dann verheerende Folgen für diese Seen. Und das CO2 geht in die Luft und das DOC geht halt auch in die Seen. Und wir müssen unbedingt, also das Stechlinsee-Gebiet ist ein Grundwasserwerk, wir müssen unbedingt diese ganzen Meliorationen auch im Umland zurückschrauben. Und ich habe mal mitgebracht, das ist ein Höhenprofil aus unserem Naturpark und hier sind 2 Messpunkte. Ich habe jetzt leider keine aktuellen Daten, weil ich das in der Schnelle der Zeit nicht geschafft habe. Das ist der Pegel 35 und 42 und die Zahlen hier, das sind die Meliorationen. Und hier sind so neuere Meliorationen in den 80er Jahren um diese beiden Pegel rumherum. Und die sagen uns aus, also Mitte der 80er hatten wir hohe Wasserstände, dann erfolgten die Meliorationen. Und dieser Entwässerungszustand hält halt an, wird weiter fortgeführt. Und diese Grundwasserstände können sich gar nicht mehr erholen, weil diese Meliorationen immer noch funktionieren. Und dann wird immer diskutiert, ja, das Wasserwerk wäre schuld, weil dort Wasser entnommen wird. Aber ich sage, wir können uns mindestens 2 Wasserwerke leisten, weil wenn ich einen Graben habe, wo 10 Liter pro Sekunde abfließen und das hochrechne aufs Jahr, dann komme ich auf 315.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr. Und im Vergleich, unser Wasserwerk hat 65.000 Kubikmeter und das ist halt wichtig, auch die Versorgung mit Wasser, mit gutem Wasser für die Bevölkerung. Und dann lieber diese Meliorationsgräben, die unsere Landschaft entwässern, rückzubauen und dafür auch Geld und Mittel zu haben. Genau, jetzt noch mal ein kurzes Beispiel, die Katja. Ich wollte jetzt nicht nur pessimistisch sein. Die Katja, das ist die kleine Schwester von der Helene. Das ist ein See bei Frankfurt-Oder. Das ist ein Bergbausee und er hat uns stürmisch begrüßt, der See. Und wir haben unter Wasser, war es dann aber ganz friedlich. Wir haben dort, der See war durchgängig mit Pflanzen bewachsen. Er hatte diese Baumglanzleuchteralge, er hatte die vielstachelige Armleuchteralge und die borstenstachelige Armleuchteralge. Er hatte die fadenförmige Armleuchteralge, Fadenarmleuchteralge und die Sternarmleuchteralge in wunderschönen Beständen. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass diese künstlichen Seen und auch, dass es immer noch Seen gibt, trotz Klimawandel, die einen hervorragenden Zustand haben, dass die unbedingt erhalten werden müssen. Und wir müssen, unsere Anpassungsstrategien für Gewässer, für den Klimawandel sind, wir müssen im Wassermanagement mehr auf Rückhaltung ausgerichtet sein. Also wir im Stechlinsee-Gebiet, wir haben keine Landwirtschaft im Einzugsgebiet unserer Seen und unsere Seen sind trotzdem alle kaputt. Wir haben momentan keinen See von den 180 Seen im Naturpark in einem hervorragenden Zustand. Wir haben maximal 6 oder 7 Seen in einem guten Zustand, die anderen, also nach AFFH-Richtlinie und die anderen sind alle in einem schlechten Zustand. Und obwohl wir die Hälfte aller Klarwasserseen Brandenburgs in unserem Naturpark haben, von der Fläche her. Und wir müssen im Prinzip diese vergrößerten Einzugsgebiete wieder reduzieren und wir müssen Binneneinzugsgebiete wiederherstellen. Wir müssen kritische Wasserbilanzen zum Beispiel. Der Winterstau wird bei vielen Staubauwerken wird erst immer Anfang April eingestellt. Man will ja die Schneeschmelze abwarten. Die Schneeschmelze gibt es nicht mehr. Und wir müssen im November schon anfangen zu stauen, damit wir dann bis Mai unser Winterstauziel erreicht haben. Wir haben in Rheinsberg zum Beispiel unser Winterstauziel letztes Jahr nicht erreicht.
und haben dann wirklich Druck gemacht und haben jetzt im Prinzip das jetzt im Dezember angefangen zu stauen und haben es dann doch erreicht. Und wir dürfen die Ichthyeutrophierung, also dieses Fische besetzen und dieses Füttern, das kann man nicht länger tolerieren, weil das ganz schlimme Folgen für unsere Gewässer hat. Und es ist so, die Pflanzen, das sind die Stabilisatoren unserer Seen und wir können einfach nicht länger zusehen, wie unsere Seen dieses Klima, diese Klimaschwankungen, die müssen die irgendwie abpuffern können. Und wenn sie gesund sind, dann kriegen sie es hin. Und wenn sie halt geschädigt sind, dann haben sie ein großes Problem. Und wir brauchen für alle Seen, also nicht nur für die Größe 50 Hektar und nicht alle 6 Jahre, wir brauchen für alle Seen ein jährliches Monitoring. In Schleswig-Holstein hat man sich für Sichttiefe-Messungen entschieden. Wir machen Naturschutztauchen und zwar Sporttaucher erfassen die Wasserpflanzen und können dann selber einschätzen, wie ist der Zustand ihres Tauchgewässers und setzen sich dann auch gegenüber den Eigentümern, den Anglern und den Gemeinden für ihren See ein. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen NABU und VDST. Und dieses Projekt ist ganz erfolgreich und wir haben deutschlandweit mittlerweile 25 Gruppen mit über 500 Naturschutztauchern und wir bilden die Leute nicht nur aus, sondern wir betreuen die Leute auch weiter und sorgen dafür, dass sie sich für ihre Seen einsetzen können, dass sie entsprechend gewappnet sind. Und es geht durch alle Altersklassen, die Jüngsten sind 10, obwohl der Kurs erst ab 14 ist. Und die Ältesten hier ist eine Dame, ich glaube, die war schon 80 gewesen, die ist mitgetaucht, weil sie was für den Seenschutz machen möchte. Genau. Und meine Message zum Schluss ist, stabile Ökosysteme können den Klimastress abpuffern. Gestörte Systeme sind dazu nicht in der Lage. Und wir müssen darüber berichten, wie es unter Wasser aussieht. Und das ist das Entscheidende für unsere Seen. Danke. Ganz vielen Dank, Silke Oldorf, für den Beitrag. Ich bitte Sie dann nochmal, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben. Wie wir ja von Herrn Neukirchen schon gehört haben, hat auch Silke Oldorf unterstrichen, dass die Wasserrahmenrichtlinie einen sehr guten ordnungspolitischen Rahmen vorgibt, wir aber die Ziele bis 2027 leider nicht erreichen werden von gutem und sehr gutem ökologischen Zustand. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Zahnschmerzen, also sowohl den Klimaschutz als auch den Schutz von Gewässern. Wenn man Zahnschmerzen hat, dann stirbt man nicht sofort, wenn man nicht gleich zum Zahnarzt geht. Aber wenn man lange wartet, wird es immer schmerzhafter und immer teurer. Und so ist es in der Renaturierung auch und so ist es auch im Klimaschutz. Das schnelle Handeln spart in der Regel Geld und Schmerzen, also auf die Ökosysteme in diesem Fall. Damit leite ich dann über zum letzten Beitrag für heute. Wir schauen jetzt auf die Auswirkungen des Klimawandels, die hier am Bodensee teilweise schon sichtbar geworden sind, auf die Avifauna, also auf die Vogelwelt, insbesondere auf die Wasservögel. Und Dr. Wolfgang Fiedler wird uns da einen Einblick und einen Überblick in seine Forschung und seine Ergebnisse ermöglichen. Wolfgang, bitte. Deine Präsentation ist sichtbar, aber du bist noch stumm. Dein Mikrofon muss noch aktiviert werden. Jetzt. So, hallo und herzlich willkommen. Bevor ich loslege, muss ich unbedingt als allererstes der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee danken. Hier ist das Logo zu sehen. Das sind die Ehrenamtlichen, die seit Jahrzehnten am Bodensee die Wasservögel und auch die Brutvögel erheben und die diese Datengrundlage überhaupt zur Verfügung stellen, über die ich heute hier rede. Beginnen wir kurz mit den Brutvögeln an sich. Da gibt es seit 1980 alle 10 Jahre eine Brutvogelbestandserfassung am See. Das ist das, was wir geografisch jetzt als Bodenseeniederung ansehen würden, hier oben mit diesen Kästchen dargestellt. Dieses Gebiet hat man in 306 Quadranten aufgeteilt. Das sind immerhin 1200 Quadratkilometer, die man da abdecken muss. Und Ehrenamtliche machen dort eine halb quantitative Brutvogelerfassung, die inzwischen eigentlich so zu den besten Datensätzen über Brutvogelvorkommen überhaupt in Europa gehört. Und da kann man natürlich auch mal reinschauen, sehen wir dort Klimaeffekte. Das ist auch gemacht worden und zwar schon aus dem Datensatz, der bis 2000 erhoben worden ist. Das ist das rechte, nur die rechte Grafik hier. Da sieht man, wenn man sich etwas einschaut, dass Vögel, die einen Verbreitungsschwerpunkt eher im Süden haben, das sind die, die hier links in der Skala sind, dass die auch bei den Bestandsveränderungen eher hier oben sind, also sich positiv entwickeln. Und Vögel, die einen Verbreitungsschwerpunkt eher nördlich haben in Europa, das sind die, die wir auch eher
hier unten finden in dem Bereich mit den negativen Bestandsveränderungen. Das war damals der erste Hinweis darauf, dass es nördliche und südliche Arten gibt und die südlichen Arten, das sind die, die eben auch wärmeliebend sind, die tun sich am Bodensee etwas leichter als die nördlichen Arten, die bei uns verschwinden. Das ist nicht bodenseespezifisch, sondern das ist ein Bild, was wir generell in Mitteleuropa so sehen. Es gibt natürlich viele andere Gründe, warum Vogelarten zu oder abnehmen, aber es war doch erstaunlich, dass 2000 schon erstmals ganz klar zu sehen war, da spielt auch die klimatische Präferenz der Arten eine Rolle und wenn es wärmer wird, sind eben die südlichen Arten ganz klar präferiert. Entsprechend sehen wir eine Liste von Gewinnern und Verlierern unter den Brutvögeln, das sind eben die, die zunehmen und die abnehmen, aus vielerlei Gründen. Und da sind natürlich auch Wasservögel dabei, um die geht es ja jetzt. Da finden wir auf der Plusseite mit Sicherheit so Arten wie die Weißkopfmöwe oder solche, die auch sehr anpassungsfähig sind und eher südlich verbreitete Arten wie den Purpurreiher. Und auf der Minusseite, das sind die Sorgenarten, die auch teilweise bereits ausgestorben sind inzwischen am See. Da finden wir zum Beispiel die Kriegente, die Pekassine oder die Uferschnepfe. Das sind Arten, wo es gar nicht unbedingt der Habitatverlust am See ist, sondern wo generell die Verbreitungsgebiete dieser Arten sich so negativ verschoben haben, dass die am Bodensee schlicht und ergreifend nicht mehr als Brutvogel vorkommen. Also bei den Brutvögeln sehen wir ganz eindeutig eine Bewegung hin zur Wärme, zu wärmeliebenderen Arten. Aber eigentlich interessieren uns jetzt ja noch mehr die Wasservögel an sich und zwar nicht nur die Brütenden, sondern was am Bodensee jetzt nach Kopfzahlen noch viel mehr ausmacht, das sind die Gäste. Und da lohnt es sich auch nochmal auf diese Wasserstandsgrafik hier zu gucken. Das ist also der Jahreslauf, der hier zu sehen ist am Bodensee. Und der Bodensee als letzter großer nördlicher Voralpensee, der nicht reguliert ist, der hat eine natürliche Wasserstandsschwankung von ungefähr 1,50 Meter bis etwas mehr. Das ist das Bündel dieser bunten Kurven hier in der Mitte. Wir sehen dann oben und unten begrenzt die Maximalwerte, die bisher gemessen worden sind. Das kann also schon mal ordentlich nass werden im Sommer am See mit Überflutungen. Das kann aber auch sehr, sehr trocken sein. Und diese drei Farben, die sagen wir uns jetzt in Blau, das sind die Mittelwerte aus den Jahren 1850 bis 1959. In Grün, das ist 1960 bis 1989. Und in Rot oder Pink haben wir dann 1990 bis 2018. Also die grüne und die rosa Farben, die interessieren uns jetzt mal. Und ein Wert, der am Bodensee immer ganz wichtig ist, das ist dieser Pegelstand 3,40 Meter. Das ist nämlich ungefähr der Pegelstand, wo das letzte bisschen an Schlickfläche verschwindet und wo das erste bisschen an Schilffläche überflutet wird. Das ist so ein Richtwert, der immer ganz interessant ist, 3,40 Meter. Wenn das Schilf überflutet wird, kann man sich vorstellen, dass dann Schilflebensräume erschließbar werden für Arten, die eben nun mal schwimmen möchten. Also die Haubentaucher, die Schwarzhalstaucher und viele andere Arten, die möchten im Schilf schwimmen können und können auch erst, wenn sie ins Schilf einschwimmen können, zum Beispiel dort Nester bauen und brüten. Vorher geht das gar nicht. Umgekehrt, da ist ein Haubentaucher zu sehen, umgekehrt kommen die Schlickflächen raus unterhalb von diesen 3,40 Meter. Pegelstand und das bedeutet dann, es gibt nahrungsreiche Flächen, die man sich fast so ein bisschen wie das Watt vorstellen kann, die für viele durchziehende Arten interessant sind. Und wenn die Schlickfläche nicht ganz so offen ist, wie man das hier sieht, dann kann es doch trotzdem noch als Wert hergenommen werden, wie viele wirklich flache Flachwasserzonen da sind. Und die Flachwasserzonen am Bodensee sind eben sozusagen das Gold, was die Lebensräume für Wasservögel angeht. Das sind gar nicht so furchtbar große Gebiete. Hier oben links im Wolmertinger Ried riesig und dort, wo der Rhein in den Bodensee fließt, bei Bregenz auch riesig. Ansonsten sind das eher schmalere Gürtel, die für den Naturschutz von ganz immenser Bedeutung sind. Und die Verfügung der Fruchtbarkeit der Flachwasserzonen hat natürlich auch was mit dem Wasserspiegel zu tun. Deswegen lohnt sich das, auf diesen Seespiegel zu achten. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, dann sehen wir auch schon so ab Juni ungefähr, da liegt der rosafarbene neuere das neuere Bestandsmittel, das liegt deutlich unterhalb des etwas älteren grünen Bestandsmittels. Und da können wir schon sehen, da tut sich irgendwas am See. Was hat das jetzt für Konsequenzen für die Vögel konkret? Hier nochmal dasselbe Bild wie eben. Ein Punkt ist auch immer bei Wasservögeln am Bodensee, die Enten, die ja eigentlich eine große Rolle spielen, auch aus Naturschutzsicht, die können keine Schwimmnester bauen. Das bedeutet, die bauen feste Nester irgendwo im Uferbereich und haben am Bodensee traditionell das Problem, wenn sie das nicht geschickt machen, dann werden die Nester überflutet, denn der Hauptanstieg des Bodenseewasserpegels, der ist von April bis Juni. Das hat mit Sicherheit was mit der Schneeschmelze in den Alpen zu tun.
Und da sehen wir zunächst einmal, in diesem sensiblen Bereich hat sich gar nicht so viel getan. Das heißt, das alte Entenproblem, dass man eigentlich nicht in der Schilfzone brüten kann am Bodensee, so skurril das klingt, das hat sich weder verbessert noch verschlechtert. Da hat sich nicht viel getan. Aber wenn wir an die Vögel denken, die in den Schilfzonen drin brüten möchten, dann sehen wir schon einen Unterschied. Und zwar hier in Rot, das Kästchen, das ist das Zeitfenster, was man heute noch hat, wenn man so ungefähr ab Pegel 380, 390 dann wirklich ausreichend große Schilfzonen hat, um dort reinzuschwimmen und zu brüten. Gilt natürlich auch für Arten, die gerne über Wasser brüten, die nicht schwimmen wollen, aber die trotzdem unten drunter gerne Wasser haben, zum Beispiel der Drosselrohrsänger. Also da gibt es eine ganze Reihe Arten, die brauchen einfach das Wasser im Schilf. Und die rote Zone zeigt, wie viel das heute ungefähr ist im Sommer. Und die grüne Zone, die zeigt, wie viel das noch in den 60er bis 90er Jahren gewesen ist. Und man sieht, diese Sommerüberflutungsphase der Schilfzonen, die nimmt ab. Und das hat mit Sicherheit negative Folgen. Dadurch wird das Brutfenster kleiner. Also man schafft es heute noch als Haubentaucher in dem kleinen Brutfenster eine Brut durchzubringen. Aber viel schief gehen darf nicht. Und das sind ja auch nur Mittelwerte. Das heißt, es kann auch mal etwas später kommen, das Hochwasser, oder das früher gehen. Und da steuern wir offensichtlich im Moment auf ein Problem zu. Wäre natürlich schön, wenn die Schilfzonen sich einfach nach vorne verlagern würden und entsprechend im tieferen Wasser stehen. Das ist aber aus vielerlei Gründen nicht ganz so einfach möglich. Im Moment sehen wir einfach nur, dass die Schilfzonen in überflutetem Zustand kürzer zur Verfügung stehen. Hier nochmal ein etwas genaueres Bild der letzten Jahre. Kurz zur Orientierung. Grün und Rot, das sind die beiden Grenzen, Maximalwert und Minimalwert, und diese rosafarbene glatte Linie hier, das ist jetzt das Mittelwasser, wie es aus den letzten Jahrzehnten berechnet worden ist. Und dann haben wir die letzten beiden Jahre drin, wie sie wirklich verlaufen sind. Das ist 2020 in Blau und jetzt eben das begonnene 2021 in Gelb. Da sehen wir sofort auch die Maximalwerte im Februar, die wurden in diesem Jahr also auf jeden Fall nach oben geschoben, weil wir extrem viel Wasser im See hatten zu einer Zeit, wo es normalerweise eigentlich wenig Wasser gibt. Wenn wir da genau hinschauen, fällt uns das schon auf hier. 2021, Mitte Januar, waren die Schlick- und Flachwasserzonen so hoch überflutet, dass sogar die Gründelenten, die es jetzt nicht trocken brauchen, aber die wenigstens flache Wasserstellen brauchen, dass die den See teilweise verlassen haben, weil sie einfach nicht mehr genug flache Zonen gefunden haben. Also ganz flapsig gesagt, da war der Hals zu kurz, dann sind sie eben nicht mehr an die Wasserpflanzen gekommen am Boden. Und das Ganze wurde uninteressant. Das kann auch den Schwänen mal passieren, sowas. Das ist also ganz ungewöhnlich, dass wir im Januar kein flaches oder Wasser oder keine Schlickzonen haben. Das ist uns dieses Jahr passiert. Im Moment sind wir wieder im Normalbereich. Im Herbst war es 2020 beispielsweise so, dass die Schlickflächen etwa 4 Wochen später aufgetaucht sind als üblich. Auch sowas kann mal passieren. Da waren der Großteil der durchziehenden Wasservögel schon vorbei geflogen, bis dann die Schlickflächen, die ihnen gefallen hätten, da waren. Das ist auch möglich. Sowas kann immer wieder mal sein. Und natürlich, was ich gerade schon erwähnt hatte, die Schilfzonen, die standen im Jahr 2020 statt Anfang Mai erst Anfang Juni zur Verfügung. Also hier tauchen die normalerweise im Wasser unter und hier haben sie es dann tatsächlich getan. Auch sowas sieht man dann sofort an den Wasservogelzahlen. Da ist jetzt natürlich die Frage, das sind nur 2 Jahre, nehmen diese Extremereignisse und diese ungewöhnlichen Wasserstandsgänge zu? Gefühlt würde ich sagen ja, aber das muss man sich nochmal sehr viel genauer angucken. Es gab natürlich auch früher schon Hochwasserjahre, das hier, das Bild unten rechts ist von 1926, Steckborn auf der Schweizer Seite, das hier drüben ist von 1999, Bodmann in Deutschland. Sowas gab es immer mal, aber dass wir einen, sagen wir mal, ungewöhnlichen Wasserstand haben, der deutlich vom langjährigen Mittel abweicht, das fühlt sich zumindest im Moment so an, als ob diese Fälle zunehmen und das wird man sicher statistisch auch sehen können. Am Bodensee wird ganz viel vom Wasserstandsgang wird von der Schneeschmelze beeinflusst und wir sehen inzwischen in den Alpen eine große Zahl auch von Stauseen und Becken, die das Wasser einfach zurückhalten. Und das, was schon weniger geschneit hat, das wird dann auch noch verstärkt zurückgehalten. Gar nicht unbedingt im Rhein-Einzugsbereich, dort auch, aber noch viel stärker im Einzugsbereich der Bregenzer Ache, die noch mehr Wasser bringt und praktisch so mehr oder weniger parallel zum Rhein in den Bodensee mündet. Und diese Seen können natürlich, die haben ja praktisch einen Wasserhahn dran, die können natürlich beeinflussen, was am Bodensee mit dem Pegel passiert. Und bisher ist das noch nicht ausreichend, meiner Ansicht nach, Gegenstand der Diskussionen, wie man sicherstellen kann, dass auch durch diese intensive Nutzung des Wassers, bevor es überhaupt den See erreicht, der natürliche Wasserstandsgang des Sees
sichergestellt ist. Das halte ich für den weiteren Schutz von Wasservögeln am See und von Flachwasserzonen und von den ganzen Lebensräumen, die mit diesen Wasserstandsschwankungen zusammenhängen, halte ich das für eminent wichtig. Das geht jetzt gerade erst los, dass man ab und zu mal das irgendwo unter Sonstiges als Gründe findet. Ich glaube, die Beschäftigung damit ist einer der Schlüssel für die nächsten Jahre, die darüber entscheiden, ob wir die Bodenseelebensräume halten können oder nicht. Das hier ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Hier haben wir einen Blick aufs Wolmartinger Ried, dahin ist die Insel Reichenau zu sehen. Hier ist die Landesgrenze zur Schweiz, also links in der Schweiz. Und diese Fläche hier, natürlich auch anderswo, aber ich habe mich jetzt mal hier aufs Ermatinger Becken beschränkt, diese Fläche hier, die fällt in der Regel inzwischen im Herbst und Winter trocken. Und das hier ist die Grenze des Naturschutzgebietes, das hier ist die geschützte Wasserfläche, die dann überhaupt kein Wasser mehr hat. Das heißt, ein Wasservogel, der eine geschützte Wasserfläche suchen will, der hat zwar noch die geschützte Fläche, aber eben leider ohne Wasser. Und der sitzt dann hier in diesem Bereich, wo er wenig Schutz hat. Das ist die Grenze des EU-Vogelschutzgebietes. Das geht nun mal nur so weit wie die EU und damit hier bis zur Grenze der Schweiz. Da ist immer ein kleines Stückchen dann meistens noch überflutet davon, ein jämmerlicher Rest. Alles andere ist hier. Das heißt, wir müssen uns auch damit abfinden, dass unter Umständen unsere Vögel gar nicht mehr in den Schutzgebieten sitzen können, weil die Schutzgebiete eben ihren Charakter ändern. Das ist auch etwas, was wir nicht nur am Bodensee finden, aber an solchen Stellen fällt es natürlich besonders krass auf. Und zum Schluss noch die Wintergäste, die in Zahlen zu uns kommen, und das sind durchaus stattliche Zahlen. Wir wissen das von den monatlichen Wasservogelzählungen, die die Ornithologische AG Bodensee durchführt. Da sind regelmäßig dabei 50.000 Reiher, 50.000 Tafelenten, 10.000 Haubentaucher. Mit 14.000 Vögeln, die Kolbenente hat ihren stärksten Bestand überhaupt in Mitteleuropa am Bodensee. 13.000 Schnatterenten, 50.000 Blässhühner. Also da ist alles Mögliche dabei, was im Winter an den Bodensee kommt, um hier zu überwintern. Man darf sich das grob ungefähr so vorstellen. Ich weiß nicht, läuft das durch? Ja. Unten rechts, das sind jetzt in diesem Fall Pfeifenten. Die sind auch nicht am Bodensee beringt worden, sondern weiter nördlich. Aber es gibt ungefähr eine Idee davon, wie sich die Wasservogelbestände in Europa bewegen. Hier sind wir jetzt im Sommer, September, Oktober. Und jetzt sieht man, wie diese Vögel alle sich in Mitteleuropa konzentrieren und dann im nächsten Frühjahr wieder in ihre Brutgebiete fliegen, die teilweise bis an den Ural ranreichen können oder sogar darüber raus. Das ist so ungefähr die Bewegung, die wir bei den meisten dieser Wasservögel, nicht bei allen so weit wie bei der Pfeifente, aber tendenziell so erwarten können. Das heißt, das meiste, was im Winter bei uns ist, kommt irgendwie aus Nordost. Die Raumbeziehungen haben wir mal grob abgeschätzt für den Bodensee, wie man es hier sieht. Also je breiter der Balken ist, desto mehr Austausch gibt es punkto Wasservögel. Da haben wir natürlich alle vom Bodensee, die nach Südwesten ziehen. Da sind auch die Störche zum Beispiel mit dabei, die in Spanien überwintern. Aber wir haben auch diesen langen Balken hier. Das ist doch eine ganze Masse von Wasservögeln oder auch hier und da, die einfach aus Osten an den Bodensee kommen. Und da sehen wir, wenn wir die Wasservogelzahlen der letzten Jahrzehnte auftragen, in diesem Fall sind das Summen, das heißt, da sind die Zahlen der entsprechenden Arten für jede einzelne Zählung, das sind im Winter immer eine bestimmte Anzahl Zählungen pro Monat, die sind aufsummiert, deswegen sind die Summen immens hoch. Aber was auffällt ist, so ungefähr seit Beginn des neuen Jahrtausends nehmen diese Zahlen ab. Da kann dann wasserstandsbedingt und wetterbedingt immer mal noch ein Ausreißer drin sein, tendenziell aber geht das nach unten und man fragt sich natürlich, warum. Denn am Bodensee ist jetzt eigentlich die Lebensraumqualität nicht schlechter geworden in den letzten 20 Jahren. Die Vorstellung ist im Moment einfach die, viele dieser Vögel müssen von Nordost nach Südwest ausweichen und erreichen dann den Bodensee. Und wir haben inzwischen immer weniger Kälteeinbrüche. Das bedeutet, die Vögel haben es eigentlich gar nicht mehr nötig, diese Gebiete hier oben im Südbaltikum zu verlassen und weiterzufliegen. Wenn es dort eisfreie Seen gibt, kann man da prima überwintern. Und nur wenn dort ein richtig bitterkalter Winter einbricht, dann treibt es die Vögel sozusagen noch weit genug nach Südwesten, dass die uns überhaupt erreichen. Milde Winter oder ganz ausgefallene Winter, wenn wir jetzt ein paar hatten, die reichen einfach nicht aus, um die Viecher bis zu uns zu bringen. Und deswegen sehen wir da auch zurückgehende Zahlen. Das passt ganz gut zu den tatsächlichen Wetterlagen. Und wenn es dann doch mal richtig kalt wird, kommen auch nochmal Wasservögel. Also das scheint wirklich die Geschichte weitgehend zu erklären, die wir da im Moment sehen. Das kann natürlich durchaus Folgen haben. Wir brauchen die Wasservögel eigentlich. Ich möchte nur hier an die Neozoen erinnern, die Dreikantmuschel und die Quaggamuschel. Das sind Arten, die im Bodensee immens zugelegt haben, die auch wirtschaftliche Schäden angerichtet haben, indem sie sich in Klärrohre oder Trinkwassersaugrohre und Ähnliches gesetzt haben. Die Wasservögel haben in den
60er, 70er Jahren die Dreikantmuscheln mehr oder weniger in den Griff gekriegt, haben ein recht komplexes System aufgebaut, wie sie diese Muscheln immer wieder zurückdrängen, aber in tiefen Lagen doch genug da sind, dass dann wieder Muscheln kommen. Das heißt, das System wird nicht ausgelöscht, aber es hat sich eingependelt. Ob das mit der Quagga-Muschel, die nochmal ein bisschen aggressiver vorgeht, auch so funktioniert, wissen wir nicht, könnte aber. Auf jeden Fall waren uns diese hohen Zahlen an Wasservögeln hoch willkommen. Und was passiert, wenn die nicht mehr da sind, das werden wir dann noch sehen und möglicherweise werden wir es auch schmerzhaft sehen. Zum Schluss abschließend nochmal die wichtigsten Dinge in der Schlagzeile. Schlagzeilen sind immer ungenügend, aber trotzdem fassen Sie es nochmal kurz zusammen. Punkt 1 wäre Brutvögel im Bodenseeraum. Da haben wir Klimagewinner und Klimaverlierer, wie in vielen anderen Regionen Deutschlands eben auch. Bei den Entenbruten am See hat sich am Risiko der Nestüberflutung, ein altes Bodenseeproblem für Enten, wenig verändert. Bei den Schilfbrütern wird die Brutsaison immer später und immer kürzer. Das kann ein Problem werden. Die Vogelschutzgebiete am Bodensee fallen uns unter Umständen trocken und geschützte Flachwasserzonen haben dann im Winter immer öfters kein Wasser mehr. Die Wasservogel-Winterbestände am Bodensee, die bleiben teilweise niedrig. Ohne Russlandtief bleiben die Gäste aus. Das ist der Versuch der kurzen Zusammenfassung von dem, was ich erzählen wollte. Und ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die anschauliche Darstellung. Man sieht, der Klimawandel kann auch mal positive Auswirkungen haben, wenn zum Beispiel Neobiota einwandern, wie eben die Dreikantmuschel und die Reiherente sozusagen dem Futter ein bisschen folgt. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass bei Vögeln als auch Insekten oder anderen Arten die Zahl der Gewinner geringer ist als die der Verlierer, dass also insgesamt die Artenzahl einfach abnimmt und das natürlich komplexe Systeme, die keine einfachen Kausalitäten haben, auch destabilisieren kann. Und da muss man ja, glaube ich, schon mit viel Augenmerk drauf schauen. Wir steigen jetzt noch ein in die abschließende Fragerunde und ich übergebe wieder an den Michael Benn. Ja, vielen Dank auch hier wieder für die sehr interessanten Vorträge aus meiner Sicht und auch für die freundliche Moderation von Udo Gartenlöhner. Jetzt ist es nicht ganz einfach, alle Fragen aus dem Chat einfach aufzunehmen, aber es steht so ein bisschen über allem eine Frage, die heißt, ist der Nährstoffeintrag oder der Klimawandel nun eigentlich das größere Problem? Und die Frage würde ich als erstes mal an die Edith Reck-Mied stellen. Edith, bist du da und kannst ja, ich bin da, ich höre. Genau, weil, ja, also ich denke, man muss es einfach getrennt sehen und dahingehend wirken, dass man beides im Griff bekommt. Aber so für unsere Lebenszeit ist sicher der Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft von großer Bedeutung, verstärkt durch diese extremen Niederschlagereignisse, die dann anscheinend doch mehr und mehr werden. Alles klar, vielen Dank. Du hast ja sehr viele Daten uns vorgestellt hier aus der, neudeutsch heißt es Citizen Science, also die vielen Beobachtungen der vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen. Gibt es einen Wunsch da irgendwie, das vielleicht wissenschaftlich auswerten zu können in irgendeiner Form? Wo ist da noch was offen vielleicht? Also wir haben, ich sage mal, wir haben ein tolles Umweltgedächtnis für die Gewässer in unserer Region. Und es ist sicherlich so viel daraus zu holen, auch für den Schutz der Seen, dass es sicherlich eine Auswertung ganz viel bringen könnte. Und wir haben ja auch was, wo ich nicht näher drauf eingegangen bin, die Analysen, die Wasseranalysen zur Vollzirkulation. Und da kann man auch sehen, dass Nährstoffe auch zurückgehen, dass wahrscheinlich Nitratlimitierung auch eine größere Rolle spielt, wenn die Niederschläge nicht da sind, nicht in dem Maße da wären. Ja, vielen Dank. Wir haben einige Wissenschaftler am Zuhören. Da dachte ich, es ist vielleicht eine gute Möglichkeit, da nochmal direkt darauf aufmerksam zu machen, ja, gut, ja, dass ein bisschen wissenschaftliche Unterstützung gerne gesehen wird, auch bei euch. Auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine spezielle Frage. Ihr messt die Sichttiefe mit der Säckelscheibe. Wäre da diese untere Makrophytengrenze, die von Silke Oldorf benannt wurde, eine Alternative oder wärt ihr gar nicht in der Lage, das irgendwie zu bestimmen? Erstens wären wir nicht in der Lage, das zu bestimmen und zweitens ist das Fantastische an dieser Säckigscheibenmessung ja, dass sie vergleichbar ist
Und nicht umsonst sind wir da in dieser US-Bundesumweltbehörde aufgenommen worden mit unserem Datenschatz als für die Zukunft relevante Daten. 34.000 Sichttiefen haben die auf ihre Seite gestellt. Und das ist also alles andere als leicht, da akzeptiert zu werden. Und es sind halt vergleichbare Daten. Ja, sehr, sehr vielen Dank, liebe Edith Redmid, war ein super interessanter Vortrag, wie ich finde. Ich gehe mal weiter zu Silke Oldorf, den Blick unter Wasser auch richten. Das finde ich immer besonders faszinierend, wenn diese Unterwasserflora da im Bild da ist, die geschädigte, aber auch die besonders schön da sich stellende. Wir haben ja spezielle Fragen, und zwar gibt es auch Tauchgänge in Kiesbaggerseen in Flussauen. Ja, gibt es. Und das ist gerade so die Rheinebene. Das sind so Hotspots oft, also diese Gewässer, weil dort, die sind sehr nährstoffarm und dort ist so eine Erstbesiedlung. Durch die Rheingewässer ist dann ein sehr hohes Samenpotenzial, also das sind Oosporen bei den Armleuchteralgen. Und da hat man oft Funde, was ich in Brandenburg gar nicht mehr finde, das finde ich denn dort. Okay, also es gibt da auch bei künstlichen Gewässern, wie wir auch hörten, sehr, auch positive Nachrichten. Auf jeden Fall. Es gibt noch eine zweite Frage, die auch ein bisschen speziell ist. Also Seen mit unterschiedlichen Wasserständen, also staugeregelte Seen. Ja. Kam es aus dem Schwarzwald so ein bisschen die Frage, gibt es da irgendwie Erfahrungen, wie sich diese sehr unterschiedlichen Wasserstände da auf die Wasserpflanzen auswirken? Ja, also Stauseen ist immer ein Problem, weil durch die Wasserschwankung leidet die Vegetation sehr stark. Und wir haben in unserem Programm eigentlich gar keine Stauseen so richtig drin, sondern wir haben wirklich diese natürlichen Seen und die Kiesseen und Bergbaufolgelandschaften. Aber Stauseen ist einfach nochmal ein anderes Thema. Also, genau. Okay, müssen wir nochmal speziell betrachten, sozusagen. Mhm. Ne? Wir haben eine Stimme von den Anglern, die fühlten sich etwas berührt sozusagen und diffamiert. Ich glaube, es war aber gar nicht so gemeint. Es war eher so das Gespräch angedacht. So hatte ich das zumindest verstanden. Ja. Und die Aussage ist, dass die Angler eher mehr Biomasse dem See entnehmen, als sie reinkippen in Form von Futter. Würdest du das so bestätigen oder siehst du das anders? Also ich, einerseits ja, aber andererseits? Ich tendiere eher dazu, dass das anders läuft, weil es wird ja auch sehr viel Catch und Release gemacht und Fische zurückgesetzt und es wird sehr viel angefüttert. Also da dieses Bild, wo ich die Anglerzahlen drauf hatte, da waren 3 Futtereimer. Das waren 2 Angler, das ist ein Wochenende und die nehmen dann keinen Fisch mit. Und diese Plätze, die Anglerplätze habe ich euch gezeigt und ich habe viele Seen, die eben beangelt werden, habe ich überall diese Kürzstellen. Und ein See ist ja immer eine Nährstoffsenke, haben wir gelernt. Und diese Nährstoffe werden ja nicht weniger. Und wenn ich da immer noch wieder Futter reinschmeiße und diese wühlenden Fische, die setzen ja auch wieder die Nährstoffe aus dem Sediment frei. Und dann ist das immer alles wieder verfügbar. Und das ist ein Riesenproblem. Und wir nehmen ja bei Naturschutztauchen Beeinträchtigungen auf seit 2008. Wir sind das einzige Programm, die auch Beeinträchtigungen aufnehmen. Und dann sehen wir auch, wo die Probleme liegen. Und leider ist an häufigster Stelle wühlende Fische. Fische dürfen wühlen, aber die dürfen nicht den ganzen See umflügen. Also das ist auch wichtig, dass Fische wühlen, aber sie dürfen halt nicht komplett, die Bendivorenfische speziell, die nach Schnecken und Würmern und Muscheln im Sediment suchen, die dürfen nicht dann den See komplett kaputt machen. Also übermäßiges Wühlen der Karpfen wird nicht gerne gesehen. Und Blei und Schlei, okay. Da sind auch andere Bändigungen. Okay. Also ich war gestern in einem See, der war komplett kaputt, öde, das war alles Blei gewesen, komplette Knickebrotlandschaft. Und die sind jetzt schon aktiv, obwohl das Wasser 4 Grad hat. Und da schafft es dann auch keine Pflanze hochzukommen. Alles klar. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Den Wolfgang Fieler wollen wir natürlich nicht vergessen. Es gibt, also das fand ich jetzt auch wieder faszinierend, diese Wasserstandsschwankungen und die Einwirkung auf das Brutgeschehen und auf die Zugvögel. Wir haben jetzt gehört in einem Gespräch mit dem Seenforschungsinstitut, dass es auch wieder steigende Wasserstände geben wird am Bodensee, die vielleicht auf Makrophytenbestände am Seenausfluss zurückzuführen sein könnten. Gibt es da Ihrerseits Erkenntnisse?
Nee, leider nicht. Wir nehmen die Wasserstandsschwankungen sozusagen so hin, wie sie uns präsentiert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch einfach durch so eine Art Rückstau oder so noch Effekte gibt. Es sind aber immer zwei Aspekte am See. Das eine ist, wie hoch ist das Wasser und wann kommt es? Und wenn wir sozusagen einfach nur insgesamt die Kurve ein bisschen höher setzen, dann mag nicht so viel passieren, aber wenn das Wasser sozusagen zur ungeliebten Zeit kommt, dann kann der Effekt schon groß sein. Das hat natürlich dann noch viel mehr Effekte, auch was wieder Nährstofffreisetzung und sowas angeht, auch zu verschiedenen Jahreszeiten mit verschiedenen Wassertemperaturen und all diesen Dingen. Da haben uns die Seenforscher ja noch ganz andere Sachen vorhergesagt, die passieren könnten, was auch die Umwälzung des Sees und sowas angeht. Das ist alles nicht ganz mein Metier, da müssen wir wirklich auf die hören, die davon was verstehen. Alles klar, herzlichen Dank für die Antwort. Ich würde jetzt vielleicht bitten, den Udo Gattenlöhner wieder zu übernehmen. Vielleicht als alter Bodensee-Auskenner hast du noch eine spezielle Frage auch an den Wolfgang Fiedler. Ansonsten würde ich jetzt auch von meiner Seite erstmal mich bedanken für die super Vorträge, für die viele Zuhörerschaft, die immer noch knapp bei 100 liegt. Und das große Interesse, also war sehr großartig für mich, das hier mitzuerleben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Michael, für den Staffelstab, den du wieder zurückgibst. Wir könnten jetzt natürlich, der Wolfgang und ich, aber das können wir auch bei anderer Gelegenheit noch eine ganze Stunde diskutieren über die Spezifika der Bodensee-Wasservögel und der Veränderungen hier. Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit würde ich die Veranstaltung jetzt so langsam zu einem Ende führen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich vor allem zunächst einmal bei den Referentinnen und bei den Referenten. Vielen Dank für die Beiträge, die sehr anschaulichen Beiträge, die sich mit diesem Thema Wasserökosysteme und Klima im weitesten Kontext dann auseinandersetzen. Danke an unsere Förderer, danke an die Mitorganisatoren und natürlich an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ganz zum Schluss noch, ich habe ein Zitat gelesen von Vandana Shiva, sagt ihr vielleicht was, das ist eine alternative Nobelpreisträgerin, Agrarexpertin aus Indien, die gesagt hat, in der Ökonomie der Natur ist die Währung nicht Geld, sondern Leben. Leider verlieren wir eben viel Naturkapital, aber wir sehen auch, dass Prozesse teilweise wieder umkehrbar sind, dass der Mensch diese Fähigkeit hat zur Renaturierung und dass Natur, wenn man ihr Raum und Zeit gibt, auch immense Selbstheilungskräfte hat. Das macht dann doch an der einen oder anderen Stelle Hoffnung. Bewahren Sie sich Ihre Leidenschaft für Natur und auch Ihren Optimismus, den positiven Blick, den braucht man gerade in schweren Zeiten. Wir werden diesen Chat auch speichern und auch noch die anderen Fragen auswerten. Und wir werden Ihnen die Präsentation, hatte ich gesagt, über einen Link zukommen lassen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wir werden Sie informieren über die nächsten Veranstaltungen, auch unter diesem Dach der erwähnten Blitzlichtstudie, die sich noch viel intensiver mit diesem Thema Wasserökosysteme und Klima beschäftigen wird. Und freuen uns, wenn wir Sie an der einen oder anderen Stelle irgendwann auch wieder in persona im echten Leben und nicht nur virtuell sehen. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, verlieren Sie nicht den Humor und den Spaß am Leben. Alles Gute, danke.